Schönes. Sehr schön. Ich habe irgendein Intro erwartet, irgendwas stattdessen. Besser geht's eigentlich nicht mehr, ne? Das läuft jetzt in. Können wir das nicht einfach in Endlosschleife laufen lassen? Also, das ist schon ein bisschen gut eigentlich. Ich finde das voll unangenehm, dass wir gerade die ganze Zeit die Küche gezeigt haben, weil ich zum Beispiel gehe immer in die Küche und ich habe nicht gewusst, dass man da gefilmt wird. Ich auch nicht. Du auch nicht, ne? Weißt du, ich bin da unten hingegangen, ich sehe da, okay, keiner ist hier, ich schnappe mal ein bisschen hier Erdnüsse, einfach so direkt aus dem Glas, ohne diesen Löffel zu benutzen. Ja, genau. Oder eine und legst die dann wieder zurück. So. Irgendwas ganz Widerliches, was dein soziales Leben komplett zerstört. Wo du im Nachhinein, dann hat die Regie gesagt, komm mal her, ja, weil das senden wir gerade da nach draußen, wo du dich unbeobachtet fühlst. Nicht, dass ich es gemacht hätte, ja, aber du denkst dir, was hätte ich da alles machen können? Ich hätte wahrscheinlich, vielleicht wäre es über mich gekommen, jede Erdnuss einzeln abzulecken und dann weil zu verstecken. Weil das dein Fetisch ist. Vielleicht wäre es mein Fetisch geworden. In dem Fall würde ich es aber auch als jemand, der die Erdnüsse gegessen hat, gerne wissen. Ich fände, das Fairste wäre ein Glas mit von Gregor angeleckten Erdnüssen und ein normales, ungelecktes Glas. Dann tauscht du die Schilder aus. Nein, das war rein hypothetisch gedacht, weil eventuell hätte ich es machen können. Mhm. Dann wäre ich könnte Konjunktiv. Könnte. Ja. Könnte. Ich finde, wenn man sowas schon überlegt, kann man auch gleich mit Hannes noch irgendwas abklären, dass der dann so, ohne es zu merken, reinkommt, sich vielleicht eine Kaffeetasse nimmt, da reinpieschelt und dann wieder rausgeht. Aber irgend sowas, wo man sagt, ja, die wussten, dass sie sich aber filmen. Aber so ein bisschen, du weißt entweder nicht, ist das unangenehm oder ist das schon ein Dienstagabendformat? Ne? Das weißt du ja hier auf dem Sender. Also morgen ist es Eigenurin, ist wie gesund vor allen Dingen, ist Gesundheitsformat, das neue Eigenurin, das neue Gesundheitsformat auf Rocket Beans. Gurgeln oder schlucken? Gurgeln und schlucken. Aber nur gurgeln finde ich gut. Gurgeln. Das ist wie dieser Typ, der auf Social Media gezeigt hat, hat er nicht jahrelang irgendwie jeden Tag einen Furz abgelassen und hat das gefilmt und hat er so einen Supercut online gestellt. Moment, ich war gerade deutlich zu abgelenkt. Was ist passiert? Also, da war so ein etwas beleibterer Typ, ja, und der hat auf seiner Arbeitsstelle, immer wenn keiner da war, hat er sein Handy angemacht und dann hat er immer so einen Furz abgelassen, an vielen verschiedenen Positionen. Ah, und dann hat er die nach Notenhöhe sozusagen, nach Noten sortiert und daraus dann einen Song gemacht. Okay, es wäre eine sehr gute Idee gewesen, aber ich glaube, er hat einfach einen Supercut draus gemacht. Aus allen. Ja, aber wie geil wäre das gewesen, wenn du sie auf der Notenleiter sortierst und dann kannst du mit dem Ding richtig, wie so ein Synthesizer im Klavier. Hashtag meine Odyssee. Ja, weil nicht jedes am Ende passt dann auch von der Länge und Feuchtigkeit oder Trockenheit, je nachdem, was du suchst. Ne? Zumindest dieser Typ wurde gefeuert, nachdem er das per Social Media gezeigt hat, an seinem Arbeitsplatz überall rumgeblöckt hat. Hier hätte er eine Sendung bekommen. Ne? Es wird zumindest der Grundstein für eine tolle Sendung geworden. Oh, wir haben eventuell einen Spielstand. Wir haben einen Spielstand. Okay. Das kann ich mir kaum vorstellen. Das wäre nice. Ja, gib mal her, ich mach das schon. Ich mach das schon richtig. So. Dann mach doch mal. Ja, jetzt, das ist besser. Schon steigt die Quote. Bitte, mach dir hier das mal. Musst du nicht. Ja, Kretschmer, nein, dafür bin ich doch da. Ah, hier ist ja sogar schon ein Duct Tape hier. Erstmal, wenn wieder ein Ausländer mal wieder hier in der Redaktion Gaffer. Ist. So rum, oder? Nee, so rum, ne? Da glänzt das andere, glänzt zu sehr. Beide klug. Seiten sind, aber ich glaube, Glanz Fleisch ist... Ja, du willst matt haben. Ich will matt. Jung da von klaut Max. Er mir die Beine, der Gregor. Eins nur. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Jedes Spiel dauert 90 Minuten. So. Ich bin einfach nur, ich fliege so. Manchmal. Ich habe ja nur ein Bein, aber ich kann auch fliegen. Deswegen fliege ich manchmal so durch die Redaktion und verteile einfach nur Kicks. Kick, kick, sag ich dann. Nein! Kick, 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 kick. Ach so. Ist das nicht Mortal Kombat? Ist das nicht Liu Kang? Ja, das war Liu Kang. Ja. Ja, das war auch sowas Ähnliches. Ja, ungefähr so funktioniert das. Wir machen mal ganz kurz das Until Dawn Intro hier für das Knall durchgenommen. Aber nein, jetzt nicht das Intro, sondern macht mal bitte Knall durchgenommen und dann geht's direkt los. Clipper. Aber ist das nicht After Dawn? Oh, wir haben ja After Dark, Entschuldigung. After Dark, aber das ist ja eh dasselbe, ist ja eh alles dasselbe. After Dark Knall durchgenommen, let's play, Mann. Hau das Intro raus. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Wie du Pimmel einfach original meine Anmoderation. Ganz easy. In meinem Format mit meinem Spiel übernimmt ihr die einfach. Aber ist okay, wir spielen Until Dawn, du hast es schon gespielt. Ich habe schon durchgespielt, ja. Oh, sehr gut. Auf dem Sender oder privat oder privat, auf deinem Sender? Auf meinem Sender habe ich es durchgespielt damals. Gregor ist der Einzige, der kritisieren darf, denn er hat seinen eigenen 24-Stunden-Sender. Gregor ist
Kritik wird hier gehört. Ja, ganz genau. Das sind die zwei Sachen, die ich besitze noch nach der griechischen Wirtschaftskrise. Ja, ja. Mein eigener Sender und eine halbe Unterhose. Das Gute an der griechischen Wirtschaftskrise ist, it keeps on giving. Also du wirst noch in 10 Jahren wirst du werde ich belangt. Darüber reden können. Ja, natürlich. Ja, ich werde noch einkassiert vom Fiskus. Die greifen die in deine Taschen. Wie weit bist du denn gekommen, Simon? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe mir eben gerade, ich glaube, 2,5 Stunden ins Spiel rein. Ich habe mir das Video angeguckt meiner Session davor, die ja schon eine Weile her ist, und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Zum einen, ich trage exakt dieselben Klamotten wie in diesem Video vor vielen Wochen. Ich habe nur einen Pulli offensichtlich, immer nur. Du hast gewaschen zwischendurch. Ja, aber es gab die Ära des YouTube-Pullis und jetzt ist eben der Rocket Beans-Pulli ist Mode dieses Jahr. 2018. So, und Nummer zwei, alle hier sind völlig doof und grundbescheuert. Und alles, was sie wollen, ist schnackseln. Sich streiten und sich erschrecken. Ja, vor allem der Typ hier, also ich weiß noch, der ist ja rattig, auf die ne, auf die mit den Hotpants und der Mütze. Die sind aber alle richtig... Die sind alle aufeinander rattig. Die sind, die beiden vor allem, die sagen sich nicht, ne? Und eine unterdrückte Leidenschaft. Die ist auch noch ein bisschen beschränkt, ne? Das weiß ich noch. Ich weiß nicht, wie weit... Die ist so ein bisschen ist ein bisschen beschränkt. Ich finde, die nehmen sich alle nichts. Ja, aber die ist beschränkter als die anderen. Wirklich. Was ist das? Kann man das essen? Kann ich das? Nein. Haben wir ein bisschen Sound hier Regie? Nicht essen. Wir haben übrigens keinen Soundregie, aber heutzutage, ich bin dankbar für alles. Nice. Oh, jetzt haben wir Sound. Ein Brillenetui mit Hannas Initialen auf der Rückseite. Hannah hat ihre Brille an dem Tag getragen, an dem sie verschwand. Genau, das ist ja noch die Geschichte hier mit, ne? Ja. So. Weißt du wirklich oder tust du nur so? Weil ich weiß es noch einigermaßen. Ich muss nur mal gucken, bei welchem Kapitel du gerade angekommen bist. Ja, 2 Stunden im Spiel. Es sind schon einige gestorben, aber auch noch nicht alle. Und ich gebe mir alle Mühe, sie zu retten. Aber ich mache eine Sache anders. Ich bin so ein bisschen aggressiver. Ich versuche nicht zu knattern. Ich bin auch mal ehrlich. Und deswegen läuft auch nicht so viel bei mir. Haben andere mokiert auf YouTube, dass ich anders spiele wohl als der Rest. Also wenn du aggressiv bist, dann läuft nicht so viel bei dir. Wie ja, ich in der Highschool damals. Ich lass mir nichts sagen und ich nehme auch mal die falsche. Und ich habe direkt das Eichhörnchen erschossen, direkt zwischen die Augen. Bam, der Kopf ist aufgeplatzt. Aber es war halt nicht unbedingt der beste Opener. Oh, jetzt aber laut. Jetzt ist sehr laut hier. Da ist was in deiner Box. That's a good question. Should I push it? That's what buttons were for, I guess. Ist dumm auf dem Bohnenstroh, ey. Nee. Oh, that opens. That explodes. Are we like in a movie right now? If we are, I hope it's a rom-com. Leave it to the Washingtons to have secret passages in their house? I mean, maybe they didn't even know. This place is super old. So, should we take a look? After you. Regie, bitte den Ingame lauter. Ich höre hier im Chat immer nur, dass der Stream keinen Ingame-Sound hat. Ich würde vorschlagen, dass wir hier jetzt an der Stelle kurz warten. Ja, damit die... Bevor, ja, weil da kommen sicher jetzt einige spannende Sachen, die alle natürlich mitkriegen wollen. Der Chat spricht aber auch das an, was mir jetzt hier wieder auffällt. Das gruseligste Ding davon... Das ist nicht das gruseligste Ding für dich? Nein, das gruseligste sind seine Kauleiste hier. Wenn er diese halbdurchsichtigen fucking Zähne, die sie alle drin haben im Maul. Ja, stimmt, die Zähne sind krass hier, ja. Das ist Uncanny Valley, wie sonst für Augen, nur für Zähne. Sag mal, ist das das erste Mal, dass mir das auffällt? Wenn du irgendwo stehen bleibst, schaltet die Kamera auf den Charakter? Immer, ist das immer so? Ja. Das fällt mir zum ersten Mal auf, sehr genial. Das ist deine, sobald du länger als ein paar Sekunden da bist, kommst du in die Ego-Ansicht und kannst dir das Gesicht so dumm anschauen. Das ist gar nicht so dumm, finde ich. Ein schönes Detail, was mir jetzt erst auffällt. So, wir gehen da runter. Wir haben auch Ton, alles gut. Okay. Aber was war denn gerade mit der anderen Tür? Ah! Ah, deswegen, ne? Weil in meiner Befragung nämlich Spinnen auftauchen. Ah, okay. Aber ich spoilere mich bitte nicht. Ich weiß nur, ich dachte mir schon, dass das passiert. Sagst du nicht konsequent einfach das Gegenteil von dem, was du Angst hast? Ja, ich hab's nicht zu Ende gedacht. Ich bin außerdem ein ehrlicher Typ. Mir hätte eigentlich bewusst sein müssen, dass da natürlich Spinnen auch vorkommen und spritzen. Oh. Spinnen mit Spritzen. Doktor 8. Ja, doch, tatsächlich, mit Spritzenarmen. Entschuldigung, jetzt, ich muss ein letztes Mal. Ich will es mir nochmal genau angucken. Da ist wieder auf ihre. Auf der Rückseite, da. I will take them and bleed them like pigs and rip their soft white skin off. Fucking 16 years. Klingt wie ein Tweet. Ja. Klingt wie ein typischer Tweet heutzutage. Aber es ist über 140 Zeichen years. Ich meine, diese Grußkarten werden auch immer krasser, oder? Die Grußkarten werden immer besser, genau. Nicht mal mehr die Adresse passt drauf. Ha, okay, so. Holy cow.
ehrlich. Ich bin ja ein ehrlicher Dude. Now, Ash, I don't want to freak you out, but look at this. What? Chris, what is that? I think this might be what the spirit board wanted us to find. The clue? Yeah, it's a letter. Let me see it. It's a threat. Chris, this is serious. We need to find Josh right now. Lass mich dich beschützen mit meinem Penis. Das denkt dolchartigen, er doch die ganze Zeit. Dünnen, filigranen Penis. Wie ja. Ein Florett sieht er aus. Flackert immer. Oder wie diese, flop, ja, flop, diese Rüssel von diesen seltenen, die Dinger, die. Die Rüsseltiere. Diese Blumen, die so ein, weißt du, die nach oben gehen und dann gibt es noch die Viecher, die aussaugen und die haben so einen mega langen Rüssel. Achso, ja, genau. Ich vergessen, wie heißen. Kolibris sind es wahrscheinlich nicht, oder? Libellen. Und dann unten so eine Zunge noch so rausschlägt. Ich weiß, wie beim Ameisen. Ameisenbär. Genau, Ameisen. So ein langer Schnauch und am Ende dann so mit so einem Comic-Geräusch auf. Exakt da ist das Comic-Geräusch her. Dieses, ihr wisst, was ich meine. Es kommt von diesem Tier. Das ist irgendwie, wenn man da nach rangeht, kannst du es hören. Die lustigste Unterhaltung beim Urologen, die du haben kannst. Also das ist die Originallänge, die Originallautstärke. Ich sehe nur das Urologenzimmer vor mir und die Schwester sitzt da draußen und sie hört ganz leise durch die Tür. Entschuldigung, wir sind ein bisschen, tut uns leid. Ja. Wir werden auch wieder, ne, wir gehen da jetzt runter. Und dann erschrecken wir uns gleich. Ha, was? What was that? Ah, es ist ein Kolibri, ihr habt recht. So. Oh, so viele Momente, das muss ich erstmal alles. Do you think someone was actually after Hannah and Beth? If so, that would be really messed up. Gestorben ist übrigens noch keiner, fällt mir ein, außer den zwei Menschen im Intro oder im Prolog. Und ich nehme an, die müssen sterben. Also alles nach dem Prolog, erst dann gilt das Spiel. Okay. Ja. Nee, dann haben wir, sag ich mal, knappe Situationen gehabt, aber noch ist keiner ermordet worden. Mal, vielleicht passt dann eine aggressive Taktik, ne? Also aggressiv ins Leben. Ja, also die Gruppe zersplittet, aber sie überleben. Und darum geht's ja. Dadurch wahrscheinlich, dass sie eben nicht zusammen sind. Nee, was denkst du denn über den Highschool-Jock? Welchen? Der Typ mit der Jacke, der Ex-Freund von der einen. Ja, der ist Emily. Auch ein bisschen... Also, ich sag mal so, ich finde sie alle... Nee, hier ist nichts mehr. Der mit sehr seiner, unsympathisch. Mit seiner neuen Ische bumsen gehen will. Ja, ja, ist natürlich... Ich spiele sie ja auch unsympathisch. Mir fällt es leicht einfach, dass die alle total eklig zueinander sind, weil ich die aber auch nicht mag. Das ist generell mein Problem. Außer ihm hier. Ich dachte am Anfang, er ist ein Idiot. Aber dann merke ich, die anderen sind viel schlimmer noch. Ja? Er ist noch der einzige einigermaßen glaubwürdige Charakter. Jetzt eine Handvoll fand ich halbwegs sympathisch, ne, mit denen man ein bisschen so in sich reinversetzen kann. Und die wollen ja wirklich nur schnackseln. Aber ich will und dann erschrecken sie sich. Aus Spoilergründen werde ich nicht sagen, mit wem ich okay war. Okay. Kannst du nachher, sobald es weit ist, gerne sagen. Nur die war dumm. There was like this wanted poster, like full on western style, you know. So? Guckt doch immer so. Sam really thought there was someone following her around. So what you're saying, there's some criminal up on the mountain with us? Well, there was that guy I told you about. Wait, what guy? The guy who threatened the Washingtons. I mean, he said he wanted to take revenge by burning the whole place down. And then I found that crazy psycho letter. Chris, if this is your way of trying to make me feel better, you're fired. Will ich doch nur geil machen, geil durch Angst. Hear that? Josh! Mach mal schön hier. Komm, die Schulter des Mannes ist stärker als die Tür. Oh, meine Brille. Ich bin Alter. Yeah. Ein bisschen verdient hat es. Okay, sieht aus wie ein Kerl. Es sieht aus wie ein Mann. Es ist keine Frau, also schon mal. Das sieht eindeutig aus wie ein Mann. Weiß er nicht. Ach komm, so läuft doch keine Frau. Die Maske kann ich darüber hinwegtäuschen. Das kann man trainieren. Gestik und Mimik eines Mannes. Der starke, knochige, sehnige Arm eines Mannes. Vielleicht ist sie nur ein bisschen beleibter. Das ist wie Madonna. Madonnas Bühnenoutfit sieht mittlerweile so aus. Ich habe nur noch die jungen Parts zu sehen. Hier so ein Stück und das Streifen, glaube ich, von der linken Schulter. Du meinst die Background-Tänzerin. Das fing an mit den Handschuhen und dann es wurde einfach, sie lässt da nur noch so kleine Striche übrig. Ich habe sie live gesehen, ne? Ja. Echt? Ja. Also, ich war auf dem Konzert. Okay, schon. Und ja, es war ein Streifen.
Okay, das ist jetzt aber sehr... Hm. Okay, offensichtlich bilden wir uns das ein. Ja. Hallo, meine Zähne. Ich finde ihn gut geschauspielert. Mhm. Das ist sehr schön umgesetzt. I'm going to show you some pictures of people that you have come to know. Like. Die kenne ich doch. But maybe you don't like them as much as you pretend to. Warum ist der Stift 3 Meter groß? Well, schon sehr gut. This is an exercise in honesty. Tell me which person from each pair you like the most. Take your time, your answers are important. Ich kann mir noch vorstellen, diese Spritze. Ich kann mir noch vorstellen, dass er mich mit dem Pen irgendwann noch mal in die Hand sticht. Wir können nur darauf hoffen. Also, als ob es da überhaupt eine Frage gäbe, ja, oder? Ja, es kann ja eigentlich nur Josh sein, oder? Was? Die alte Fickbratze hier? Ja, der ist schon. Aber ich meine, weil er der berühmtere Schauspieler ist, oder? Nein! Na, was, Hayden Panettiere ist hier? Wer mag denn Mr. Robert nicht? Ja, aber Hayden Panettiere, Mann. Ne? Ach, das ist Hayden Panettiere, ne? Ja. Ich hab die nicht mehr erkannt. Ich dachte, es wäre einfach eine von den Trollers. Aber Hayden Panettiere, magst du die wirklich im nächsten? Ja, halb so groß wie die Decke vom Klitschko. Passt doch. Ja, aber Josh ist halt... Geht's hier um was Sexuelles? Also ich meine, nein, wenn ich jetzt Josh ist auch, wähle, auch rein von der Sympathie. Rein von der Sympathie her aus, ja? Was hat Josh denn gemacht? Oh, weh mir, ja, meine Schwestern sind gestorben, meine Schwester ist tot. Aber ich lade euch jetzt alle ein, damit wir sie hier feiern, das ist ein Gruselhaus und so weiter. Der hat doch Dreck im Gesicht. Okay, ich sag mal so, ich trau ihm auch nicht, was diese Nummer angeht, aber ich glaube nicht, dass er verantwortlich ist für den Tod seiner Schwestern. Genau, das, Sam. Ich war ja dabei. Guck mal, die arme Sam, die ist da jetzt mitgekommen, weil sie mit den anderen mitleidet und geht nackig baden. Nicht so will Simon beeinflussen. Ja, das sagt derselbe Chat, der sonst auch. Aber es ist generell ein schwieriges Spiel, weil hier ist Spoiler-Territorium bei jeder Entscheidung. Ich nehme auch mal Sam jetzt. Aber du wirst wahrscheinlich den Ärger dafür kassieren jetzt. Ne? Ist mir egal. Okay. Jetzt aber Ruhe. Ja, jetzt mach du. Oh Gott, ey. Emily ist mega nervig und Matt ist nur nervig. Aber also am liebsten ist wirklich eine... Wer geprahlt. Ja gut. Ashley ist eigentlich ganz okay. Ich find's immer interessant, diese S. Warum ist das S? Hat so einen schwarzen, so. Ein schwarzes Highlight. Das, ich habe keine Ahnung, ist bei allen S's, ist bei allen, oder? Genau, ist ja. Nur bei diesem Buchstaben. Ich würde sagen, Chris, weil er es wirklich versucht und sich Mühe gibt, aber er ist viel zu alt und eigentlich hat er keine Chance. Was soll das denn? Er soll die Frau in Ruhe lassen. Viel zu alt? Wie alt ist er? 22? Ich habe das Gefühl, der ist 40. Der sieht aus wie 40. Hast du was gegen Leute, die 40 sind? Der soll nicht als 40er mit 20-jährigen Studentinnen rummachen. Das soll warum er nicht. Warum nicht? Egal. Warum nicht? Das ist doch nichts auf Dauer. Das ist der schnelle Spaß, den willst du aber nicht. Was ist, wenn ich mir 22-Jährige nehme? Wir sind dann auch 40. Also, meine Freundin war 21,5, als ich sie kennenlernte. Ich würde sagen, da ist die Grenze. Ja, aber es ist ja immer... Ab 21,5 ist perfekt. Aber das ist immerhin auch schon eine Zeit lang her. Ist schon eine Zeit lang her, sollte man vielleicht sagen. Wir sind ja 9 Jahren. Aber sie ist 10 Jahre jünger. Ja, aber es ist ja auch, okay. Okay, aber warte mal, Mike... Mag ich die Haare. Aber ich weiß schon gar nicht mehr, wer das ist. Ach, das ist der Arsch, ne? Der Doc. Die dumme... Der ist so eine dumme Plunze, oder? Der nervt immer, der prankt immer alle. Just a prank, Bro. Ich halte mich hat raus. Hat er nicht auch das initiiert, was letztendlich im Intro die so Mädels bisschen, rausgeschickt hat? Ja? Er hat so getan im Intro, als ob er scharf wäre auf die eine von den Schwestern-Trollers. Ja, das war nicht geil. Ne? Das war ungeil. Dann nehme ich mal Jessica. Hä? Jetzt muss ich, also Fafo, ich muss sie quasi... Jetzt musst du nochmal stacken, den ja. Totempfahl meiner so ein bisschen, ja. emotionalen... Wird alles gleich rausgetweetet, was ja, aber willst. Dann will ich, also komm, aber hier mag ich Josh auf jeden Fall am liebsten. Der arme Mann kann doch nichts dafür, dass er diese traurigen Augen hat. Nee, also da ist ja dann ganz klar, dass Ashley die bessere ist. Guck mal, das sind jetzt die Verliererrunde, war das, ne? Little game you're playing so diligently. Who is it that you most dislike? Oh, jetzt, wen du nicht magst. Von den Na, beiden. Also Mike, ich mag beide nicht. Ich wünschte, ich hätte noch die Wahl. Well, I can't blame you there. He's a bit of a jerk. Better keep your eye on him. Don't let his smug bravado spoil your game. Well, let's see what happens with Mike. Oh, once again, I'm afraid we're out of time.
We'll talk again soon. Ah, machen wir. Ist aber auch eine komische Praxis, oder? Ne, sie wird ja graduell immer schlimmer. Am Anfang ist sie wirklich nur ganz normal und man denkt, okay, interessanter Twist. Vielleicht richtet er einfach eine mal zwischendurch. Ja, so, wie finden Sie eigentlich das hier? Ich habe hier, das Kreuz ist neu. Hier mit dem Horror-Clown habe ich mir gerade am Flohmarkt für 20. Amazon, wir wollten 40 haben, ich habe ihn runtergehandelt. Amazon Prime, ne? Es geht schnell. Apparently he had warned them against pursuing their construction project in Blackwood Pines and claimed the land was sacred to his forefathers. S. I. S. T. Sister? Ask it who's sister. Das war derbe. It's gotta be. Which sister is it then? Run! Oh my god! Ash! Hey! No, yeah, gib's mir Schatz. Oh, das war derbe. Kann man das überhaupt? Das kann man jemandem so den Kopf brechen? Da muss man mega stark sein. Das ist wieder deswegen kein Kerl. Keine Frau, meine ich. Das muss ein Kerl sein. Es kann auch eine starke Frau sein. Oder ein Reh. Ein sehr starkes Reh. Ein weibliches Reh? Das ist dann wiederum egal. Achso, dann ist ja egal. Rasse schlägt Geschlecht in diesem Fall. Das ist wichtiger, ist es ein Reh oder ein Mensch? Ist das, ist das Rassismus, den du gerade anwendest? Das ist dann. Das ist die nächste Generation. Das ist ein Racist. Das ist für Third Wave das Racism. Achso. Die sollen sich darum kümmern. Mach jetzt, guck mal, ob du sie kriegst oder nicht. Abkürzung? Es ist zu viel auf einmal gerade. Okay, natürlich spring ich darüber. Warum hast du mal fallen gelassen? Das cooler ausschaut. Los, Schluffi. Ah, der hat echt die falsche Kleidung an dafür. Aber die Muckis sind schon ganz scharf hier. Okay, okay. Ah, okay. Oh. Bewegst du? Was? Ja, Alter. Er hat doch ein Gewehr. Runterspringen, natürlich. Völlig dumm. Runterspringen. Das war so dumm. Das war mega dumm, was du gerade gemacht hast. Ah, Carsten! Das war wirklich mega dumm. Aber ich hab's geschafft, oder? Siehst du? Alles für die Liebe! Ich mach schon. Alles für die Liebe. Tickle, 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 Dreieck, Pyramide, Quadrat, Mond, Rhombus. Oh Mann, das ist voll schief. Beides ist wahrscheinlich gefährlich. Beides kann schief gehen. Springst du? Springen und ja. Ha. Ha, nein! Lass doch das Licht fallen. Oh, das tat richtig weh. Okay. Eieiei. Runterrutschen, Weg folgen, Weg folgen. Das mit dem Rutschen hat letztes Mal nicht so gut geklappt. Irgendwann ist auch mal gut mit beeilen, ne? Ja, am Ende hält es uns alle länger auf. Oh, das ist... Alter, da wäre ich nicht drauf gesprungen. Nee, ich hätte mir nicht getraut. Es ist ja auch eine dumme Idee, das macht man eigentlich auch nicht. Wie er mittlerweile aussieht. Komm, Mike. Okay. Die Hütte bei Resident Evil 4 mit dem Endboss. Oh, hier, Elevator. Kann ja, ja, das ist gut. Das ist doch eine Treppe, das kann er auch rennen, ja. Ich kann sicher, ist schon wieder eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Aber nimm dir Zeit. Okay. Okay. Wir wollen ja nicht ausrutschen. Jessica! Ah, da blinkt was. Ein Totem? Ja. Okay, jetzt mal. Jessica! Okay. Maul auf, was in den Schlund gucken. Okay, ein Wolf. Ein Doggo streicheln. Das ist doch nice. Also, wenn ich einen Wolf sehe, muss ich den streicheln. Ich habe diese Totems noch nicht ganz kapiert, weil ich ja noch nicht so weit gespielt habe. Ich habe einmal einen Vogel gesehen, ganz am Anfang. Und dann dachte ich, ich muss den erschießen. Dann habe ich den auch erschossen.
Aber es ging wohl darum, das einfach nur mir jetzt beizubringen. Es ist eine mögliche Vorschau. Also. Na, in dem Fall war es nicht das, was passiert ist. Du hast gesagt, fuck, Schicksal. Unschuldig, ich lass mir doch nicht erzählen, dass dieser Vogel überleben soll, wenn ich im selben Raum wie er ist. Ach ja? Ach ja? Ja? Bam! Der war mein Vogel in der Kohlmühle. So, was ist denn hier? Alter! Okay. Der ist voll der Kiefer abge... Und was ist das jetzt? Ja. Aber warum? Hätte ich das verhindern können? Wenn du vielleicht schneller... Ach echt? Wenn ich schneller gewesen wäre? Jessica! Naja, ich gehe zurück zum Auto. Hier geht nichts mehr. Ja, das war tatsächlich nicht... Ha! Ich schieß doch! Also, hätte ich mit rechnen können, aber ich hab's ja teilweise versucht, ja, schneller zu sein. Ja. Also, bei der einen Nummer war ich schneller. Naja, nur ihr Kiefer war weg, ne? Heißt ja nicht, dass sie tot ist. Er hat sie nicht ganz killen können. Genau. Sie ist mehr oder weniger dann an den Umständen gestorben. Bleibt doch mit mir zusammen, wenn ich keinen Kiefer mehr habe. Ja, schon, aber du bezahlst weniger im Restaurant. Weil es immer rausfällt. So. Mach es bitte. Okay. Weiter klettern. Das hat ja gut geklappt. Also mach ich da. Langsam wird's eng. Oi. Oh shit. Und das immer mit dem Gewehr auch noch. Den kriege ich. Ja echt, der hängt sogar. Oder zumindest. Ja, wenn du jetzt nicht angehalten wärst, um zu zielen. Oh Gott, du bist aber auch ein ganz furchtbarer Mensch. Trägt es da die ganze Zeit mit sich rum, ne? Spielereien sind mal ganz nett. Das ist eigentlich nur so ein bisschen Show-off, ne? Ein bisschen, guck mal, was wir für ein paar coole, nette Ideen hier für das Pad haben. Mehr gibt's ja nicht zu tun, wirklich. Ja, stimmt. Man muss kreativ sein, um überhaupt irgendwas zu finden, was man tun kann als Spieler hier. Sie hatten den Gameplay-Beauftragten. Mach jetzt mal, dass man was machen muss. Latscht da also hin. Glaubst du, der wohnt da? Na gut, du weißt es ja sogar. Wahrscheinlich wohnt er da. Ich sag nichts. Ja, ach, jetzt ist es wieder bei Chrissy Boy. Ja. Ach ja, der wurde von der Frau im Clownskostüm da. Ja, Mann. Krass. Ich meine, jetzt, Entschuldigung, wenn ich mich irre, aber Ashley ist doch die Kieferlose, oder? Nein. Nein? Also fehlt sie jetzt auch? Ashley ist die mit dem Bohnenstroh im Kopf. Das ist die mit der Mütze. Ja, aber die sehen echt so ähnlich aus. Man hat alle lange Haare und Zöpfe und irgendwelche Wintersachen an. Die war Jessica. Und es ist schon eine Weile her. Jessica, okay, also eine Frau ist schon tot, die andere ist good to go. Oh, jetzt ist wieder soweit im Monat. Not good at all. Ach, Gregor. 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 Was ist denn hier los? Es ist Montag. Hat sie's... Kann ich da noch was machen? Ich meine, das kann man doch aufziehen. Ja, aber du guckst doch nicht in die Geldbörse einer Frau. Na gut, okay. Doch, natürlich schon, aber nicht in der Öffentlichkeit. Also, ich überlege, ob ich es jetzt echt nochmal versuchen soll oder ob du mich trollst. Nee, ich glaube, du lügst einfach nur. Du bist einfach nur frech und gemein. Frauen gegenüber. Ich habe nichts gesagt. Das ist alles deine Interpretation. Aber eigentlich ganz gut, ne, dass wir hier im Schocktober Until Dawn spielen. Ja.
Das ist im Schocktober, kann man viel anstellen. Jeder hat seinen Schocktober. Jedes Medienportal hat seinen Schocktober. Also müssen wir jetzt auch so machen jetzt. Außer den Leuten, die keine guten Wortspiele anfangen und dann Horror-Oktober dazu sagen. Was ist denn sowas, mal gehört? Oh, shit. Sowas, Gregor? Ich hab meinen Arm verloren in Japan. Alles an. Alles im Arsch. Nur noch ein Stumpen hier. Das sieht aber irgendwie lustig aus im Green. Ash! So, jetzt mal, ich muss mich konzentrieren, damit hier alle überleben. Doch, alle bis auf die ein, zwei Menschen, die eh schon für die jede Hoffnung zu spät kommt. Ich hatte einen Unfall mit einem Sandwich-Maker. So sehe ich aus gerade. Ups. Kann ich eigentlich hier die Kameraperspektive ändern durch einen Button oder so? Nee, oder? Nee, die sind vielleicht fest. Also mit Ausnahme, dass du den... Oh, mir sind die Arme wieder gewachsen. Preiselt den Bären. Preisel-Oktober. Preiselt den Bären. Hat diesen Gag hier mal jemand gemacht? Preiselt den Bären? Bitte, ich würde gerne jetzt einen Preis kriegen. Wortspielpreis, 8000. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist da so preiselt ist den da Bären. Ein Bär und dass du mit dem Preiselbären auf ihn preiselst? Ich weiß es nicht, man. Preiselt den Herrn, preiselt den Bären. Da ist der Gag, schreibt sich von alleine. Otto hätte daraus ein ganzes Programm gemacht. Otto hat wahrscheinlich ein ganzes Programm draus gemacht. So. Oh, wow, Vögel! Ich will dahin, wo die hinfliegen. Immer zu den Kadavern und zu den Leichen, wahrscheinlich. Wenn's Raben sind. Ah! Das hat mich gerade wirklich richtig erschreckt. Ja, wer macht sowas? Nimm doch die Maske. Oh, das kann auch kein Zufall sein, dass jemand uns pranken will mit exakt derselben Maskenkombination wie der echte Mörder. Meinst du, dass es ein Prank ist? Oh, shit. Nee, ich denke, es ist kein Prank mehr. Eindeutig. Ich würde eher sagen, da hat jemand die Vogelscheuche aufgestellt, damit die Vögel da nicht hinkommen. Ne? Und den Schweinekopf, damit die Schweine da nicht hinkommen. Wieder, gib mal her. Zeig mir was. Zeig mir den Bitcoin-Preis. Was ist das? Wer hat denn so Schuhe an? Ich weiß es nicht. Das heißt verkaufen. Das heißt auf jeden Fall verkaufen, ja. Ja. Absetzen. Okay, shit. Ups, Entschuldigung, ich wollte nochmal austesten. Oh, willst du mal gucken, wie die... Okay, man kann echt nicht rennen, oder? Das macht mich wahnsinnig. Man muss doch rennen können. Aber ob die Beziehungen untereinander sich verändert haben, das siehst du ja, ne? Okay, lass kurz mal schauen. Das habe ich nämlich auch schon, ist ja schon eine Weile her, nicht mehr viel gemacht. Also mit Josh weniger, mit Sam mehr? Sam? Weiß war der letzte Stand. Oh, okay. Und jetzt bist du aktuell bei Sam sehr in der Gunst gefallen. Ja, okay, das ist viel logischer. Aber wichtig ist eigentlich nur Ashley, ja? Falls sie denn noch leben sollte, die muss ja schon erstmal bereit und warm sein. Ja, mit einer toten Freundin gehst du nicht um den Block. Nee. Das kriegst du kein Taxi mit. Hast du nur Ärger. Mit einer toten Freundin hast du nur Ärger. Du brauchst eine Powerbank, um aufzuwärmen. Ash. Okay, ein Schleifsymbol. Ash! Ich stehe mit L1 oder R1 rennst du? Klappt das? Werd wahnsinnig! Nein, R1 macht dieses Menü und L1 ist das Rennen. Du gehst gleich schneller. Flott gehen. Gelbe Schmetterlinge zeigen Visionen, die helfen und führen. Ash. Danke für die Info, aber ich gucke nicht so viel in den Chat, weil ich wirklich Angst habe, gespoilert zu werden. Das kann ja sehr schnell passieren. Die spoilern ohne Ende. Dann gucke ich lieber nicht so viel rein. Man weiß ja nie, was Trollerei ist, was echt ist. Es sind mehr Schweinereste, die da oben hängen, ne? Das sieht aber eher aus wie eine... Ah, ne, Vögel und Katzen? Das eine ist ein Vögel und das andere... Das ist auf jeden Oktopus? Fall... Octopus? Eine Riesenratte oder eine Katze oder ein Hund? Ein Wolf, eher. Ja. Wo bist du? Ich weiß nicht. Bist du okay? Was ist passiert? Bitte, hilf mir! Ich komme an. Oh, fuck! Oh nein, keine Ahnung, wen nehme ich? Jetzt entscheidet sich, wen ich lieber mag. Josh muss überleben. Josh muss überleben.
need the cooperation of our two test subjects, Joshua and Ashley. Oh my God. Tut mir leid. Tut mir leid, Mac. Which subject will live and which will die? Zieh mir den Hut. Theoretisch brauchst du nur eine der Hälften, oder? Rico. Please, everyone calm down. It's all very simple. Christopher, you will find the lever placed directly in front of you. All you have to do is choose who you will save. Entscheide dich. Entscheide dich. Ja, naja, ich nehme wirklich Josh, ne? Wirklich? Warum denn nicht, Mann? Er hat schon seine Schwestern verloren. Gönn dem armen Mann doch mal. Ich halte mich raus. Deine Vorliebe, deine Wahl. Gönn dem armen Mann doch auch mal Pause. Es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Oh Gott, ist ja furchtbar. Passiert eigentlich, wenn ich nichts mache? Was kommt dann? Ich sage nichts. Dann kommen beide, ne? Nee, ich muss mich entscheiden. Es tut mir leid. Ich habe dir auch schon mal geholfen. Oh mein Gott. Tschüss, Ashley. Jetzt musst du mich für jemanden entscheiden. Du hättest dasselbe gemacht. Ja, aber was? Oh, jetzt kannst du noch den, Oh, ist das gemein, Alter. Ah, du kannst noch umlenken. Ich kann nicht mehr umlenken. Einmal. Doch. Oh, Mann. Was? Nein! Ah, das tut mir leid! So war das überhaupt nicht gedacht. Nein! Das tut mir leid! Ja, nee. Oh Gott, das tut mir leid! Du hast aufs Bild gelenkt, damit du sie umbringst und nicht, damit du sie rettest, oder? Ich hab das so nicht gewollt. Jetzt hab ich verkackt mit ihr und noch mit ihm erst recht. Alter. Oh Gott, wie noch dem sein Gebimsel da auf dem Ruderblatt rumglitscht. Oh Gott. Wenn Leute jetzt diese Szene nehmen und nur auf uns aussuchen, niemand wird darauf kommen, was wir gesehen haben gerade. Das ist kein gutes Bild. Wirklich, lässt tief blicken bei uns, aber es ist wirklich saulustig gewesen. Das war mega lustig. Oh. Ich hab doch die richtige Stelle erwischt. Oh Gott. Jawohl. Josh, what, dude? He's dead. Wait, not right in front of us, man. What are you talking about? Maniac. Guck sie doch an. Oh my God, we gotta get out of here. I don't understand what happened. There's a maniac, and there was a saw. It was either him or Ash, and I don't know what to do. Ja, er auf jeden Fall erzählt es jetzt ganz gut. Also, so war es eigentlich nicht, ne? Ja. Aber gut. Oh my God, Chris. Ich habe alles verstanden, was du sagst. No, this is insane. We need to go get some help. Cut right in half. We're gonna figure this out. Matt, we need to go get help now. And we should look for the others. Mike and Jess are off 69ing each other, and who knows where Sam is. I think she's in the lodge. Fine, you're right. Get everyone else together, but if there's a maniac running around, I think we need to get some help too, right? Not just wait around. But what about... Why are we still talking about this? Let's go! Jetzt komm mal! Ja, na gut, dann gehen wir weiter. Du dachtest wirklich, indem du den... Was ist denn... Du hast ein Klebeband am Schuh. Das ist wie Trump mit seinem Klopapier, habe ich Greenscreen. Das ist... Da siehst du einfach, wo jemand seine Zeit verbringt. Du hast Greenscreen am Schuh. Ich habe Greenscreen am Schuh. Ja, pass auf. Das wird ja wirklich immer schon. Jetzt sieht schon aus wie ein echter Mensch da rechts. Nicht mehr wie eine Schaufensterpuppe. Ey! Hello again. Things are getting pretty tense out there, aren't they? Ist ein Spoiler, ne? Was wollt ihr wissen? And you think that these poor people are getting what they deserve? Wer sie sind? Wer sie sind? Wer sind sie? Ist das eigentlich rechts da? Ist das ein Eichhörnchen? Das ist ein Eichhörnchen, was drauf getackert ist auf Stück Holz. Geil, das ist mein Eichhörnchen.
Deins? Ja, das, was ich erschossen habe. Also, so. Wie geil, dass das hier eingebaut wird. Finde ich super lustig. Was ist das? Rechts ist die Spinne, oder? Links. Ja, links ist die Spinne und... Okay. Wer sind Sie? Und er hat eine Spritze daneben in der Hand. I'm trying to help you. You understand that it's not good for you. It's not good for anyone. And I can't say that you're being very charitable in the way you play. Ich hab's zumindest versucht. Ja, ich hab gegeben, wo ich geben konnte. Es wurden Fehler gemacht. Das wissen wir alle. Vor allen Dingen Sam oder wie er heißt. Ich hab ihn schon wieder vergessen. Mike. Aber ich hätte gerne mehr von Mr. Robot gesehen. Ich hab den echt getötet jetzt. Das ja, natürlich mache ich weiter. Klar. Bis zum Ende. Nee. Auf gar keinen Fall. Genau das würde ein echter Doktor sagen. The heart of the problem, it all comes down to this. Can you really tell the difference anymore? I doubt it. Ah, da geht er. Oh, kann ich hier... Was bisher geschah, ja. Ah, ich kann pausieren in diesem Fall mit... Hoffen wir es mal. Hoffentlich? Ja, genau. So, manchmal geht's, manchmal nicht. Wir müssen nämlich kurz in die Werbung gehen. Aber das ist super spannend. Ich werde gleich den Chat ausmachen, weil ich wirklich Angst habe, dass ich gespoilert werde, weil ich schon manchmal so das Gefühl hatte, oh, das könnte jetzt auch Kontrollerei sein oder ein Witz oder so, aber es kann eben auch echt sein. Ne? Also man weiß es leider nicht. Schwierig. Aber dann werden wir auf jeden Fall weiterspielen. Du bleibst noch ein bisschen. Ich bleib noch ein bisschen. Gerne, ja. Das hätte ich eingeladen. Ich hole mir einen Kaffee und dann sehen wir uns gleich hier wieder bei Until Dawn und dann gehen wir mal meiner kranken Psyche so richtig auf den Grund. Es ist jetzt bei dir ist auch schon wieder. Ist auch unfassbar. Das ist doch alles. Ständig Arsch. Materialisieren sich aus dem Nichts plötzlich Stühle. Es ist ein großes Problem bei uns allen. Kennen Sie das nicht auch? Sind wir überhaupt schon zu sehen? Ich sehe das Ingame-Bild schon mal auf jeden Fall. Das ist doch schon etwas. Vielleicht traut sich. Das ist doch schon etwas. Da sind wir. Aus dem Nichts. In die Existenz wieder zurück. Simon, ich glaube, das müssen wir noch mal ein bisschen verarbeiten, gerade was da passiert ist. Also, du wolltest. Ja, eigentlich hier Mr. Robot da behalten. Ja, ne? Aber ich irgendwie mag ich seine traurigen Augen. Und ich finde, seine Familie hat genug gelitten. Ich finde, unabhängig davon, sie haben es ein bisschen undeutlich gemacht mit der Wahl. Ne? Da hieß es ja, okay. Wen willst du, genau. Wen willst du retten. Retten. Und dann aber den Hebel... Ja, aber da, genau, den Hebel konntest du ziehen, okay, du siehst, da bewegt sich diese Kreissäge, ja? Da müsste ich ja denken, wenn ich den Hebel in Richtung von der Ische da ziehe, dass die Kreissäge zur Ische geht. Ja, man hätte wahrscheinlich vorher mal sich die Gleise genau angucken müssen, aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass das Spiel fair zu mir ist. Aber ja. Es will mich betrügen. Ich garantiere dir, das soll so sein. Liebe Mordwerkzeugbastler, ja? Doppelte Verneinung sorgt für Missverständnisse. Ja, einfach töten, einfach am besten Zeichen, nur so ein Totenkopf. Nach links, ja, genau. Pfeil nach rechts. Dann weiß jeder sofort, okay, Tod, Leben. Oder so wie mit dem Kinect, dass man reiben muss. Ah, nein, bitte nicht wie Kinect. Nein, so. Bitte nicht. Stirb hier oder stirb da. Ey, diese Reibnummer, ne? Zum Glück hat sich das nicht durchgesetzt. Wir machen jetzt einfach fortsetzen, würde ich sagen. Ja, was bisher geschah. Ah! Weil ich glaube, das waren ja die Fenstergeräusche. That could be a lot of things. None of them nice. Quit it. Here's our one-way ticket to the spirit realm. I've just been through enough spooking for one night, okay? I see a hot bath in my crystal ball. So have fun. Ab zu Vitali. Oh, da sehen wir es nochmal. Oh. Oh, das kann ich doch seiner Mutter nie erklären. Nein, glauben Sie, ich wollte wirklich... Wie erklärst du das, ne? Sie sparen das halbe Kleiderbudget jetzt immerhin. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? Nein. Das ist völlig unmöglich. Quill 5? 6 Stunden bis zum Morgen. Also er ist bei diesem Sanatorium gelandet, wie Sie es gerade gesagt haben, ne? Sind es Echtzeit 6 Stunden? Nein. Oh, also das einzige, jedes Kapitel geht eine Stunde. Okay. Ah, den hast du in der Vorschau gesehen, ne? Den Hund? Ja. Ja, wir haben diesen kurzen
Blick auf ihn und den Hund gesehen. Kurze ja. Streichle hast du gesehen, ja. Ich nehme an, ah, dahinter ist irgendwas, ja. Oh, das ist doch dumm. Ist mir die Lampe da hinstellen. Mach doch gleich so eine Warnlampe auf den Kopf. Ist mir ein bisschen erstaunlich gefasst dafür, dass seiner Freundin einfach mal der Kiefer fehlt. Ja, er hat das schnell überwunden, aber heutzutage mit Tinder und so ist das ja auch kein Problem, wenn man mal ehrlich ist. Liegt die tot auf dem Boden? Swipe right. Auf jeden Fall swipe auf right. Auf dem Boden. Frau ohne Kiefer? Nee, tut mir leid. Ich bin ja tolerant, aber... Ja, bist du intolerant den Kieferlosen? Das hätte ich nicht von dir gedacht, Simon. Ja, aber es versteht ja auch keiner, was sie wollen. No kieferlose Chicks. So, ich nehme an, ich kann dir nichts aufsammeln, es sei denn, es blinkt. Check doch mal. Ich meine, dafür hast du doch dein Lämpchen. Und frierst du nicht mal langsam? Ja, der muss langsam sich ganz schön den Arsch abfüllen. Aber sag doch schon, meine Muckis sehen gut aus. Die sind in diesem Zustand auch schon eingefroren. Ja. Ey, das forever pumped. Glaubst du, das klappt, wenn ich einmal die Muskeln anspanne und dann raus in die Kälte laufe? Und dann darfst du halt nie wieder in die Wärme. Ja, ist aber okay. Ah, noch ein Tod. Du bist dann bufft, bis du stirbst. Geil. Buffeduntilyoudie.com. Okay, das ist der College-Dude. Steht vor der Tür. Vor einer komischen Kellertür, die irgendwie... Für mich sieht es so aus, als wäre er vor jemandem, der da eingesperrt ist. Aber es war so kurz, dass ich es nicht wirklich... Oder er hält irgendwas im Zaum. Besser, ne? Ach, du meinst, er hat vielleicht so was wie ein Tier da eingesperrt. Das kann sein, ne? Wäre natürlich auch möglich. Aber da wir beide das Spiel nicht kennen, werden wir es erst später erfahren. Katzen. Nee, Töpfe. Nee. Ist das eine Katze mit einem Topf verwechselt? Nee, am Ende war es ein Geländer. Das Sanatorium. Niemand ist seit Jahren die Stufen hochgeklettert. Er griff an die Tür. Scheiße, es war sogar offen. Warum bricht das immer zusammen? Also nur weil was verlassen ist, bricht doch nicht der Boden plötzlich ein. Ja, es ist so, ich glaube, da kommen welche bewusst und sagen, das sieht mir nicht verlassen genug aus und treten ein bisschen an die Decke, bis nochmal so ein Stückchen abplatzt. Man will ja schon... Oh, ich hätte jetzt gerne mal links, rechts geguckt. Ah. Hier, diesen Knochen. Das ist doch ein Menschenknochen, das ist eindeutig hier ein Oberschenkel. Das ist aber ein kleiner Oberschenkel. Oder ein kleiner Mensch, ja. Siehst du? Das heißt, es werden noch Kleinwüchsige an die Wölfe gefüttert. Ja, das sind sehr große Wölfe. Vielleicht auch. Locket. Okay. Das heißt, es ist verschlossen. Es ist Englisch. Ja, das kann sich mal ein bisschen hier umschauen. Ja, mache ich auch. Wäre das denn wirklich in jedem Gebäude so? Wenn du mal, sagen wir mal, 30 Jahre da nichts machst, dann fällt die Decke runter? Ich glaube schon. Ah, okay. Look at that. Mensana in. Corpore sano. Ein starker Geist in einem gesunden Körper. Ich glaube, das heißt es sogar, oder? Natürlich, aber damals du hast Latein damals, genommen. Und du hast damals ein Spiel gespielt, wo der Satz in Latein genannt wurde, meinst du? Nee. Also erstmal habe ich gerade gelogen, ich war Französisch gemacht, aber ich war so schlecht in Französisch, dass ich wahrscheinlich in Latein... Du warst so schlecht in Französisch, dass du Latein gelernt hast. Das ist eigentlich gut. Ich finde, so lassen wir das jetzt. So sollte man Fremdsprachen immer lernen. Ist, wenn ich mich nicht irre... Moment. Ja, das ging, oder? Hat es? Es hat geknackt, oder? Ja. Aber es könnte ja auch... Kann das jetzt auch... Also musst du gedrückt halten vielleicht gleich? Halt okay. Jetzt zweimal gedrückt. Okay, Moment. Ja. Und? Ah, okay. Ja, okay. Das ist doch in Ordnung. Das müsste das Sanatorium sein, wo die Inpatient spielt, ne? Ich habe damals nicht verstanden, weil ich eben das Original nicht kannte, warum The Impatient in einem Sanatorium, was hat das mit Until Dawn zu tun? Jetzt ergibt es natürlich viel mehr Sinn.
30 Stich. 30 WWE-Karten? Ja, wenn die mal hier sind. Ah, die sind natürlich heute nichts mehr wert. Nee, die Sitze sind schon vergeben. Aufpassen, da kommt gleich der Scherenmann. Ja, ich habe auch so ein bisschen so leichte Clocktower-Vibes. Du gehörst gar nicht in dieses Spiel. Entschuldigung, ich habe mich verlaufen. Ah, okay. Mhm. Seine Hände auch sehr schön, wie detailliert die kaputt sind. Ja, er hat ja draufgehauen. Er ist abgestürzt diverse Male. Mhm. Man sieht, er wurde von mir gespielt. Aber das ist ein Simon Kretschmer-Charakter. Aber dann ging er vorsichtig die Treppe runter. Ganz langsam und zutschel. Ab jetzt nur noch ganz langsam. Und er wurde 120 Jahre alt auf die Jahre. Oh, das ist schön. In 100 Jahren aber, ne? Wenn ihr wüsstet, wie früh ich mich, wie häufig ich mich verletzt habe, bis ich dann eben so ein Schisser wurde, wie ich es jetzt bin. Das heißt, es ist einfach Evolution innerhalb einer Generation. Ich habe gemerkt, so bringe ich mich um, habe ich mich geändert. Du hast dein genetisches Material umgebaut, einfach live umgeschrieben. Ja, auf jeden Fall besser gemacht. Langlebiger. Okay, Bericht betreffend Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Die Mine selbst haben wir ja auch schon gesehen. Mhm. 12 Patienten. Völlig ausgelagert. Verwirrt, aber sie machen einen gesunden Eindruck, der sich auf ihren offensichtlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückführen lässt. Oder sie haben einen Kameraden gegessen. Wie prognostiziert, wissen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwer zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerliche Gesundheitszustand besser als erwartet, es besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Hast du die Vorleser mal angeguckt mit Bubi? Nein. Ich auch nicht. Aber Diskussion vorbei. Ich finde die Idee aber toll. Und ich habe mich schon angemeldet, bei ihm mitzumachen. Ja, wenn du dich verliest, ist es vorbei, oder? Direkt Cutie, ne? Also bei, ja. Nein, ich meine, hier jetzt? Oder? Allgemein. Allgemein, generell, ist immer so. Bei Booty ist es, glaube ich, dann vorbei, ja. Oder du kriegst einen Fehlerpunkt oder so. Muss ich auch Philosophie studieren. Philosophie musst du da studieren. Die Philosophie, ja. Da habe ich abgeschlossen. Summa cum laude. Ach, wenn die Leute fragen übrigens, warum wir heute nicht kein Moin Moin hatten, weil ich die Frage hier und da mal gelesen habe. Wir hatten ja eins, nur eben nicht mit Buddy und mir, sondern mit Gregor. Danke da übrigens, dass du genommen hast. Oh, kurz mal eins. Ja, Buddy konnte nicht und ich konnte auch nicht so gut, weil ich am Wochenende gearbeitet habe und echt völlig im Arsch war. Dann haben die auch noch, komm ich heim nach einer Messe, ja. Und da ist da Party. Es ist ja Party in der WG, ne? Kommst du nach Hause um 12 und es ist Party in der WG. Da kannst du wieder nicht pennen und weißt du auf morgens Moin Moin. Und dann wollte ich absagen. Und dann ist Buddy mir zuvor gekommen, weil bei ihm alle gerade irgendwie wieder rumkotzen in der Familie und irgendwie Krankheiten. Dann musst du sagen, ich wäre gerne gekommen, aber geben. Du, Buddy, wegen dir. Buddy hat vor mir abgesagt und dann dachte ich, fuck. Und dann, es ging um Philosophie, es sollte um Philosophie gehen. Ich kann doch nicht alleine über Philosophie reden. Also habe ich dann guten Gewissens abgesagt. Und du, der gute Geist von Rocket Beans, Gregor, du kamst um 9 Uhr morgens. Ja, ich mach's. Das ist super. Shit. Dafür habe ich über japanisches Bier geredet. Das ging ja, ich dachte mir schon, du hast ja wirklich was erlebt auch. Ja. Ich freut euch schon mal auf Edes Moin Moin, der hat sehr gute Geschichten erlebt am Wochenende. Ich kenne einige davon. Gott. Ich sag nur Whirlpool. Ja, siehst du, und jeder hat ein Bild direkt. Jeder hat ein Bild, ey. Oh Gott. Ich sehe schon, wie er die Stimme anhebt. Und irgendwelche Fahrradfahrer haben damit auch zu tun. Also hast du mal eine Machete bekommen. Das ist super. Ganz sinnig. Das ist wahrscheinlich das Beste, was ich jetzt in der Situation haben kann. Ja, da kann die Kugel nicht ausgehen. Die Waffe war ja nix, genau. Mann, diese Nummer mit dem Gewehr, ne, das macht mich wahnsinnig, dass der nicht einmal geguckt hat vorher. Oder meinst du, das Gewehr ist einfach kaputt? Nee, es klang eher fast so wirklich, als ob das Magazin nur leer ist, ne? Au! So gut. Ja gut, wieder zurückgehen. Scheiß jetzt. Kannst du konsequent umdrehen, bis zum ganz am Anfang des Spiels wieder zurückgehen, theoretisch? Sehr gerne jetzt. Warum hat er den jetzt auch verfolgt, oder? Ne? Also wäre es jetzt nicht sicher, seine Freundin hat keinen Kiefer mehr. Würdest du nicht sagen, ich verziehe mich erstmal? Na, du weißt ja, er hat diesen Helferkomplex natürlich, auch den Heldenkomplex, den männlichen. Sie haben noch den Autoschlüssel. Der Autoschlüssel muss jeden Preis ferngehalten werden. Ein Telegramm? Moment. Das klingt aber schon zu professionell. Gut, zum Problem bitte Anweisung. Ach, das sind zum Problem bitte Anweisung. Moment, was steht da? Moment. Zeichen mentaler Traumata. Also die Presse untersucht diese 12 Geretteten, ne, wann auch immer das gewesen ist. Das heißt, ich habe ja leider das Prequel dann jetzt auch noch nicht gespielt, dass man da wahrscheinlich dann auch so ein bisschen gequält wird von den
Man ist ja Insasse, oder? Wenn weil ich weiß gar nicht, ob so konkrete Inpatient genau. Habe ich bisher noch nicht gespielt und den Trailer ich gesehen. Ich habe ein paar Mal die Anfänge gespielt. Ich habe bestimmt schon 30 Minuten Inpatient gespielt, aber da wirst du halt ständig von so einem, auch wie hier, so ein bisschen befragt und dann kommen Schwestern rein und sagen, mach mal das, mach mal dies und du kriegst du diesen Klinikalltag mit. Mhm. Aber als offensichtlich einer der Patienten. Okay, ich weiß natürlich nicht, ob es dann einer dieser 12 ist, von denen hier gesprochen wird bei Inpatient oder ob es, es sind ja noch andere Geschichten bestimmt hier passiert. Oh, Mausi. Da glänzt es, ne? Ist das der elektrische Stuhl? Gibt es einen elektrischen Stuhl im Sanatorium? Ja, das stelle ich mir aber. Alter, was? Ah, das ist ein. Das ist ein Dings, ne? Das ist irgendeine Falle oder so. Das ist wie so ein Hebel. Das ist ein menschlicher Hebel. Das ist eine Hand, ja. Ja, aber eigentlich will ich den ja nicht berühren, oder? Sollte ich den berühren? Kurz mal gucken. Ich halte mich da raus. Naja, also es wäre schon ganz schön dumm, einen Mechanismus, der da lange schon vor sich hin winkt, irgendwie anzufassen und irgendwas mit ihm zu machen. Oder warum sollte ich das machen? Tut mir leid, mache ich nicht. Bin nur nicht bescheuert. This place just gets better and better. Oh, ein Stück Kopf. Ein seltsamer Schädel. Das ist auf jeden Fall ein seltsamer Schädel, ey. Der ist wirklich seltsam. Oh, ist es der Wolf? Der schwarze Wolf! Der schwarze Wolf! Bevor ich da hingehe, möchte ich nochmal links gucken. An den Leichenkästen. Der dampft noch, ne? Oder ist es ja, oder ist es Asche? Also Staub. Staub. Buga, ne? Buga. Ist das ein Krematorium oder wie? Ja, ne, da ist noch. Oh, da liegt ohne noch was. Nachricht. Ah, von einem der Patienten. Ein Doc-Tag. Kopfwunde. Oder ne, oh, auch Kiefer. Angriff durch Insassen. Tödliche Fleischwunde am Hals. Ah, guck mal. Ja. Februar, 24. Februar. Oh, 52. 4 Tage vor meinem Geburtstag. 1952? Ja, der Geburtstag ist ja geht durch Raum und Zeit. Ach so. Der Geburtstag ist ja auch vor deiner Geburt. Ja, trotzdem dein Geburtstag. Eigentlich schon, nur mein Sperma wusste es noch nicht. Es wusste noch keiner. Keiner konnte es ahnen. Sonst hätten wir es verhindert, Gregor. Da kann ich aber Brief und Siegel drauf geben. Warum? Ich weiß auch nicht. Das ist einfach so, weil du ein Arsch bist. Warte mal. Einfach durch die Zeit zurückgereist, ins Schlafzimmer rein. Uga, buga, buga, buga. Ja, wenn du im richtigen Moment einfach den Kultus unterbrichst, dann war's das. So einfach kann es kommen. Ne? Du musst nur ein bisschen Störer da sein, schon schaffst du eine andere Spermie. Ne? Und dann sitzt jemand anderes hier. Exakt, so ist es wirklich. Einfach einen Tag später und schon bist du längst verarbeitet und jemand anders. Selbst eine Millisekunde, würde ich sagen. Alter, die haben alle den mega kranken Blick. Ah, geil, der Mann hat Ratte verschluckt. Das war sein Problem. Daran ist er gestorben. Ratte verschluckt. Ich glaube, die Ratte hatte einfach nur hier wie so eine Jahrmarktsattraktion, ne? Darf ich auch einmal die Leiche reiten? Einmal bitte, Mensch, bitte. Ist eine Leiche ein Gruselkabinett für Ratten, ne? Wenn die durch den Körper sich da durcharbeiten wie Lemmy Wings? Glaube ich schon, ja. So, oh, guck mal, eine Milz. Oh, nein. Und dann geht's durch den Mund wieder raus. Ich nehme an, das ist jetzt ein bisschen wie eine Keycard, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ist das die, kannst du dir dein Inventar angucken? Du hattest ja die, wo Keycards nötig sind, ne? Ist hier vielleicht auch an der Tür? Gucken wir mal. Ups, womit ging es? Okay, ich drück. Also Share kann es ja nicht sein. Options ist das. Bin ich gerade doof? Auf dem Touchpad? Auch nicht, ne? Ja gut, dann wird es benutzt, wann auch immer man... Nein, aber ich habe das doch schon 100 Mal. R1, genau das war's. Achso, ja. Hinweise? Hier ist noch was. Irgendwie sieht es aus wie Netflix. Ja, ich muss die ganze Zeit gerade voller Netflix sehen. Zwei neue Serien bei Netflix. Ich habe keine Zeit hier zu moderieren. Ich muss jetzt raus. Meine Lieblingssendung, Tennisfoto. Weißt nee, du, das ist dann 1001 Foto oder so, eine Doku über Fotos. Ja, und im Sanatorium gibt es auch 3 Millionen Netflix-Dokus, ne, wo sie irgendwelche Schwerverbrecher dann das glaube ich begleiten. Auch, irgendwie müssen die unter Kontrolle. Das geht am besten mit ganz viel Bingen. Moment, wir wollten ja noch weiter gucken, was ich noch so habe. Achso, das sind die einzelnen Hinweise pro... Gefahrenkademien aktualisiert, okay. Ach, hier steht auch, hier siehst du, laut dem Telegramm haben die Besitzer versucht, das zu vertuschen. Die Mängel, die Statikmängel. Das Telegramm, was du gefunden hast? Wieder die Minenbesitzer, die wollten irgendwas vertuschen. Ich weiß nicht, ob das nur die Hinweise, also die Dokumente sind, Resident Evil-Style, nicht die Gegenstände, die du hast, ne? Ich glaube auch, es sind nur die Hinweise. Ich würde es aber schon gerne alles mal einmal so durchgucken, um wieder auf einen
Dann berichtet er mit den 12 Bergarbeiter, aus der Mine wurden 30 Stechokarten geholt. Kann ich mir sagen, was mit den anderen 18 passiert ist. Oh, oh. Ah, die sind wahrscheinlich, weil die Gelegenheit war günstig, hat man die vielleicht einfach benutzt für Experimente. Mein Erzfeind. So habe ich das gemacht. Moment, mal kurz gucken. Wie viel? 12, also 18 Bergarbeiter. Aber was ist denn mit... Also 18 waren weg, 12 sind... Haben wir in dem Sanatorium gerade irgendwas über 18 gelesen? Nein, das waren mehr, 12. Ne? Da ging es auch irgendwie um... Mehr. Ah ja, da, okay. Cool. Da hast du deine Chipkarte. Rein damit. Siehst du, man braucht gar keine Technik. Kannst du sie wieder nehmen? Ja, er ist smart, er denkt an sowas, er nimmt den Shit. Der ist klug. Das ist echt. Etienne! Hast du einen gesehen? Hallo! Nur draußen hat einer gesagt, die suchen einen Riesenpenis, da wollte ich nur kurz am Rechten sehen. Ja, wir zusammen sind eine, aber gut, dass du jetzt da bist. Wir haben zusammengelegt, du darfst gerne essen. Ja, zwei Drittel zu einem Drittel. Kannst dir aussuchen, welches, wer was hat. Was war im Whirlpool nochmal? Das machst du am Moin Moin, ne? Erzählst du das? Naja, es wird keine so spektakulär. Die Whirlpool-Geschichte ist ja wohl spektakulär, die erzählst du hoffentlich im Moin Moin. Ich hab dir gerade geteased, als wär's die Offenbarung, als hättest du ein neues Kapitel der Bibel gefunden. Die Taxi-Geschichte finde ich eigentlich. Die Taxi ist geil. Die Taxi-Geschichte glaubt ja vor allen Dingen, die glaubt einem keiner. Ey, die Whirlpool-Geschichte kann man noch glauben, die Taxi-Geschichte, die ist, als ob sie sich ausgedacht hätte. Die wirst du erzählen, oder? Die erzähle ich. Zwei sehr gute Geschichten, geiler Teaser, demnächst am Donnerstag im Moin Moin. Donnerstag mit Eddie. Moin Moin, check das aus. Warum bist du hier? Willst du entkommen dem Drama? Ehrlich gesagt, so wollte ich zu Gregor. Ja, ich komme, ja, nicht. Ernsthaft? Ja, wir Alter Schwede, fuck you! Wir reden gleich nochmal, Ede. Ich bin. Alter, ich gehe so ganz schnell mit dir raus. Ich komme gleich zu dir. Super gut. Alter, ey. Was war das für ein Ernsthaft? Auch ich habe Business. Oh Mann, war das schon. Ich weiß übrigens, glaube ich, was Ede von dir will. Okay. Du alter Dealer. So. Der will dieses Familienrezept für das Tzatziki. Deiner Familie. Genau. Hier, Tzatziki, raus hier. Ja, du musst, das ist das Geheimnis. Du musst es in so Tücher gewickelt, eine Woche lang unterm Arm tragen. Das erklärt den Duft, ja? Du nimmst die Knoblauchzehen und dann einmal unter linke und rechte Achsel für eine Woche. Das ist altes Familie. Oder aber nur, wenn es die Uroma unter der Achsel hat. So, jetzt muss mal... Simon, hör doch mal auf. Okay. Die Wölfe haben mich jetzt gerade mega erschreckt. Und das ist lustigerweise auch Ede. Und schon ist er weg. Das ist der perfekte... Also Wölfe ist quasi das ultimative Mittel gegen Eddie. So ein bisschen, ja. Das ist seine Nemesis, Wölfe. Wer hätte das gedacht? Morgen kaufe ich mir einen Wolfshund. Was bringt mir nichts, ne? Ich kann da jetzt... Ich hab keine Ahnung. Also, ich guck mal noch weiter. Ah, die Wölfe haben dich zumindest bis hierhin gescheucht, ne? Bis denen nochmal entkommen. Dann muss ich hier wohl weiter gucken. Oh, dann gibt's kein Hochkommen mehr, oder? Wenn du da runter gehst. Ne, ich hab ja da durchgeguckt. Hab ja alles getan. Back in here. Oh, aber du hast noch die Schlüsselkarte, mit der du jetzt... Da war doch noch so ein, falls die funktioniert hier, so ein Kartending-Sie. Ja, mal gucken, wo hier noch... Hier links waren wir schon, oder? In der Administration? Ja, genau. Schöner Wassereffekt da unten. Moment. Das habe ich doch schon, oder? Ja, ich guck nochmal gerade. Die Rettung abgeschlossen, ja. Eine bestmögliche Behandlung für die Bergarbeiter. Oh, Entlassung ist die bestmögliche Behandlung. Das später, wenn die Presse wieder weg ist. Nicht mein Problem. Und hier ist der Ausgang. Hier ist der Ausgang, ja. Na gut, dann. Ich also, nehme mal an, ich muss rein. Draußen ist kalt, da muss man nicht sein. Okay, nochmal gucken. Ich könnte, wie gesagt, rechts zum Admin. Da gehe ich vielleicht gleich nochmal weiter. Aber vorher nochmal, ob ich hier nicht noch was übersehen habe. Kapelle, ja, und da. Ne, Moment, bin ich da schon lang? Ja. Genau, Admin warst du die ganze Reise drumherum schon gemacht. Da musst du nicht nochmal hin. Sicher? Ja. Dass ich hier nicht nochmal rein muss? Na, du warst da ja schon. Ich glaube, du kannst. Es kann ja sein, dass man irgendwo noch anders abbiegen muss oder so. Du kennst es ja. Kannst gerne mal checken, aber. Nö, dann. Ich würde jetzt eher weniger tippen, dass du da nochmal hin musst. Na gut, dann. Ach, hier, wir haben ja die Karte, natürlich. Das war ja der Grund, warum wir überhaupt zu Admin gegangen sind, ja. Schön rein damit. Eine schöne Lochkarte. So, nimm mal mit. Ey, Gregor, freust du dich auch schon auf Resident Evil? Ha! Hau! Nee, nicht hauen! Du musst da hin und mit dem.
Ich bin ein Freund. Ah, du hast nicht gehauen. Ich bin der Freund des Wolfes. Ich hau doch keinem Wolf ins Gesicht. Jetzt mal ernsthaft. Das ist wirklich eine, unter den 10 schlechten Ideen ist es mindestens Top 5. Aber wenn er schlechte Witze macht? So. Status-Update. Aber gut, ja, stimmt. Ja. Du hast ja auch gesehen in der Vorschau, dass du den auch gestreichelt hast. Deswegen, natürlich, das hatte ich noch im Kopf. Aber der Wolf wirkte auf mich jetzt auch nicht so mega aggressiv. Obwohl ich eigentlich, ich müsste ja ein bisschen aggressiver sein, weil ich bin ja hier in seinem Reich, ne? Aber gut, der hat wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auf Menschen jetzt fixiert, weil er die ganze Zeit nur mit dem einen zusammen ist. Mhm. Okay, was ist, geht ja. Hoch. Ja. Hoch nochmal. Okay. Ah, okay. Macht's doch einfach automatisch anstatt von mir. Weil die gute Knochensammlung. Alter, alle abgenagt. Da gib doch Wolfi doch mal ein bisschen was. Gib ihm einen. Ganz sicher kann. Das ist doch ein. Würdest du nicht auch sagen, das ist ein Oberschenkelknochen? Was noch, noch so ein bisschen Schmand dran ist. Das ist. Von welchem Tier könnte das denn sein? Das ist kein Reh. Ein Bär oder sowas, kann es eigentlich auch nicht sein. Das ist ein bisschen oder? Zu, ja, ich. Die, mir das fällt, da hier, mir das fällt, könnte, nee, nicht, mir fällt immer nur Kleinwüchsiger ein. Ja, aber ich meine, jetzt mal ernsthaft, wie lang, guck mal, das könnte auch ein Unterarm sein oder ein Oberarm, so von der Länge. Ja, nee, da hätte es ja noch Elle und Speiche, glaube ich, dann da, ne? Wird fast eher sagen von einem Hirsch oder so. Ich will aber glauben, dass das Menschenknochen sind. Wenn du stark genug daran glaubst, Simon, wird es auch wahr werden. Wenn du es glaubst, ist es kein Traum. Wenn du es baust, dann wird er kommen. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich lang muss. Wo ist denn der Wolf jetzt schon wieder? Rechts von dir. Oh, da ist was. Nur ein Mantel. So, what have we here? Da ist eine Pistole hinten. Oh, da kannst du durchgreifen. Das ist alles sehr interessant. Dosen. Ja, das ist schon mal eine gute Idee. Jetzt sehe ich aber aus wie der Killer. Das hättest du dir vorher überlegen müssen, ne? Ja, aber jetzt sehe ich ja wirklich aus wie der Killer. Ja, was kann ich... Okay, ich kann die Dosen wahrscheinlich, könnte ich nehmen. Ach ja. Ach ja, du kannst es. Das ist eigentlich... Alter, Neisenstein! Das ist ein nettes Rätsel eigentlich. Aber es wurde mir zu einfach gemacht. Dadurch, dass es nur eine Option gibt. Genau, also wenn man zumindest irgendwie noch eine andere, ich weiß auch nicht. Ist ja nicht mein Spiel. So, als ob du dann vor so ein kompliziertes Rätsel kommst und da steht, Lösungsbutton. Danke. Jetzt sollte ja übrigens, kann ich einmal kurz gucken, ob die blöde Waffe geladen ist. Kannst du einmal deine ganzen Sachen checken oder muss ich das auch für dich machen? Das ist wirklich krass. Ups, ich bin ein Hohlkopf heute. Nicht nur heute. Das sind nur Hinweise hier, die anderen Sachen. Was ist das eigentlich? Schweinekopf, Totempfahle, okay. Butterfly-Effekt. Ja, es gibt kein klassisches Inventar. Was ist denn das? Kann ich mir jetzt angucken? Achso, ja, ich glaube dann. Kannst du das streichen? Links? Achso. Ach, du kannst dir gucken, in welche Richtung die Story gehen würde. Je okay. Na gut, es gibt kein klassisches Inventar. Wie ist denn deine Beziehung zu Jessica eigentlich dadurch, dass sie keinen Kiefer mehr hat? Was sagt die Anzeige? Ups. Ey, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich erwarte eigentlich, dass wenn ich Options drücke. Zurück, da du in der Hauptseite hattest du ja. Also, ja, da ist es. Jess, immer noch relativ hoch dadurch, dass sie. Also, sie mag dich noch einigermaßen. Jess. Du bist neugierig, aber wenig romantisch. Ein bisschen wie so ein Horoskop gerade. Das stimmt alles. Das ist wie eine Psychoanalyse, dieses Spiel. Fucking Freak. Footprints, Bigfoot, Local Man Found Dead. Was steht da links? 14 Missing in Mountain. Krass. Local Man Found Dead. Hounds Maulwurf. Also, wenn das hier... Geh doch bitte da durch jetzt. Wenn das hier das Hauptquartier des Killers ist, dann warum, also er sammelt dann Ausschnitte willst du dem, zu seinem eigenen Tun. Kannst du hier schon raus oder willst du dem Hundi erst was geben? Ja, ich weiß gerade, du willst mir offensichtlich damit was sagen. Nee, ich weiß es nicht, also ob dann... Ja, du magst ja recht haben, aber ich habe ihn bisher nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Wo ist er denn? Am Türeingang wäre noch, glaube ich, gewesen. Da sitzt er. Ja, was würde ich ohne dich machen, Gregor?
In das dem war mein Fall, Gedanke gerade immer. Ich kann keinen Hund ohne Essen da lassen, das geht nicht. So, schauen wir mal. Ah! Ja, mach doch. Jetzt sind wir beste Freunde. Ich fand, wir waren vorher auch schon du beste Freunde. Ich, ich finde es schade, dass ich Geschenke geben muss, damit wir diese Freundschaft erhalten. Keinen Wolf streicheln. Seht meine Basic Bitch. Nur durch Geschenke kannst du die Freundschaft. Das ist dann, dann ist es keine Freundschaft. Aufrechterhalten, die Erdnuss ist mir doch hochgekommen, leicht. Es war die Erdnuss. Ich habe das Rätsel gelöst. Sherlock Simon. Es war die Erdnuss in der Küche mit dem Messer. Eindeutig gelöst, der Fall. Okay, weiter. Der schöne Lichtspiegelung hier. Ja, mag den Staub auch in der Luft und alles. Ah ja, das ist auch toll. Haben sie nice gemacht. Okay, hier gehe ich gleich runter, das sieht größer aus. Und hier ist wahrscheinlich nichts, kommst oder? Du vorbei hier? Nein, ne? Nee. Aber ich würde gerne den Schalter da rechts betätigen. Sind die 12, ne? Die Verkehrung aller 12 eingeschlossenen Bergarbeiter. Die Wundermänner. Ja, aber da haben die schon ganz gut versucht zu vertuschen, dass 30 Bergarbeiter, ja, also irgendwas, bei dem Unglück. Irgendwas muss ja passiert sein, dass die 18 weg sind. Weißt du, was mir gerade einfällt? Als wir das Intro gesehen haben, das mysteriösen Menschen, den wir hier hinterherlaufen, haben wir doch auch gesehen, dass er was versteckt hat draußen. Zumindest war da diese Metallplatte und dahinter war ja, so eine Öffnung. Ja, du hast recht. Könnte ich da jetzt hingehen? Weißt du natürlich nicht, wo sich diese Metallplatte befindet, wenn dann, du machst dir den Weg ja durch das Sanatorium durch, ne? Kommst du, denke ich mal, bald wieder irgendwo auf einer Seite raus. Na gut, dann vielleicht für später. Vielleicht komme ich da auch dann am Ende raus oder so, mal gucken. Aber das würde ich eigentlich gern nochmal untersuchen. U-Bahn-Schacht? Eine Verbindung also zwischen dem U-Bahn-Schacht und dem Sanatorium. Das ist aber ungewöhnlich, oder? Gehört das irgendwie? Inwiefern Haltestelle, hat das denn? Gehört das zusammen? Na, ich glaube, das sieht einfach nur so aus. Wobei, ist es die Mine? Na, ja, da sind Minenwagen. Also, okay, also gut, vielleicht sind es Klamotten für Kleidung. Also okay, du meinst, dass sie da ja zu der Waschküche hinfahren und nicht unten in die Mine? Ja, naja, wir werden es sehen. Aber jetzt gerade... Vielleicht war das ja auch kein Sanatorium, sondern das war das Minenhauptquartierlager früher mal. Kann natürlich auch sein. Hier sind sehr viele Sachen auf jeden Fall miteinander verbunden. Gucken wir mal. Ah. George, locked. Komm, du hast noch deine Knarre, ne? Echt mit der Pistole drauf schießen? Oh, was ist das? Vielleicht ist hier irgendwo. Ah, rote Messer. Das, eine Frage, das würde doch normalerweise nicht klappen, oder? Nee, du könntest nicht. Doch niemals einfach da reinschießen und dann wäre es offen. Mit dem kurzen Abstand jetzt hier. Ja, du würdest das Ding doch abprallen, dir in die Eier oder? Weglöten hier. Also im besten Fall kriegst du nur Splitter ab. Im schlimmsten Fall die ganze Kugel. Ich wäre dafür, dass das jemand empirisch beweist. Ja? Also das ist so ein Hollywood-Ding. Ich kann mir immer noch, ich würde es nie machen. Also selbst in einer Notsituation, das ist, glaube ich, klingt blöd. Das war mega blöd. Das ist noch dümmer geht's eigentlich nicht mehr. Okay, und das ist noch nicht mal, womit ich gerechnet habe. Das ist ein rotes Fass. Alter, ein rotes Fass! Ein rotes Fass! Ja, was? Ey, sag mal. Wie doof. Das macht mich wütend, die Dummheit hier. Das war ziemlich blöd. Mikey Boy. Ah, oh, der hallo. Mann im Hintergrund. Oder die Frau. Deswegen dürfen Monster nicht Zugriff zu hochtechnisierter Überwachungselektronik bekommen. Das ist das Erste, was ich machen würde. Es untergräbt irgendwie ein bisschen die Gruseligkeit des... Ja, wenn er da sitzt und mit einer Standard 5-Euro-Maus dann herumklickt. Irgendwie schon, oder? Hey, it's locked. The okay. Who did that? Then there's some seriously uncool shit going on up here tonight. Gut, das wissen wir jetzt. I
can't believe Josh is dead. I can't believe how he died. No, I mean, what if they were wrong? What? Maybe we should have checked the shed to see if it was really true. I don't know. There are some things that once you see them, you can never unsee them. Yeah, I guess. But some things you have to see for yourself. I'll take their word for it. Look! An axe. I feel better with an axe. Ja, aber du siehst schon, dass die in diese Tür reingehauen wurde. Ja. Ne? Kann man sich ja schon mal kurz überlegen, was das vielleicht bedeutet. Das ist auf jeden Fall nichts Nettes abgegangen. Aber jetzt haben wir immerhin eine Machete und die Axt schon mal. Ja. Leider verteilt. Und die Pistole. Look. What? A window. That's great, Matt. I can just about fit my lip balm through that little slot. Come on. Wenn du nicht so große Hüften hättest. Dein Zynismus hilft nicht. Emily durchhelfen. Ja, soll die Frau auch mal was machen. Hat sie verdient, dass sie da durchgequetscht wird. Ja. Are you nuts? You're gonna shove my ass through that little hole? I've seen you slip into some pretty tight jeans, Em. Excuse me? It's a talent. Fine, let's do it. Ja, aber natürlich kommt die da durch. Ja. Das geht da rein. Da durch. Blöd mal nicht so rum. Right. Er hätte da auch durchgepasst. So. Ihr hättet beide gleichzeitig durchgepasst. Ja, wirklich, Alter. Jetzt tu mal nicht so. Oh mein Gott. It's pitch black. I do not like this. I'm right here, Em. So, jetzt geht's zum Auto, mach die Schlüssel dann einmal drehen und fahr weg. Aber nur wegfahren. Ein Lied auf den Lippen. Ja. Ab zum Lake Chickamauga. Muss ich jetzt helfen oder kriegt sie das alleine hin? Ich glaube, du musst warten, oder? Ja. Hier, Schatz. Ja. Schreib mir eine SMS. Ja. Einen Meter entfernt! Ja. Du hast den Lichtkegel von der Metal Gear Solid-Waffe. Ja, wirklich. Alright, what the hell was that? Halt die Schnauze, ey. I'm in the pitch black with spiderwebs and dust and you just go wandering off? I was trying to help. Don't end me. This is a complete and total breakdown of even the slightest glimmer of trust I might have had that you can protect me from the bad things that are out here. And I'm just majorly bumming out. Oh, man, just stop. I'm really sorry. I don't know what I was thinking. Well, oh, was hasse ich sie. Kannst du bitte jetzt electrocuten? Nur ein kleiner Schubser. Ja, aber jetzt nur noch, also wenn ich die Wahl hätte, im Ernst, ich glaube, ich, also jetzt im Spiel, ich würde es tun. Schmeiß die Mama aus dem Zug. Einfach Pumpe, oh, tut mir leid. Moment, du hast da was. Jemand muss hinklettern. Mein Bein tut weh, du springst. Naja, halt mal kurz gucken. Irgendwie können wir da hochklettern. Vielleicht ist da drin noch was. Latsch mir doch mal nicht so dumm hinterher jetzt. Ey, du... Sag mal... Frau! Geh mir aus dem Weg! Ja! Die macht mich sowas von... aggressiv. Aber sie ist doch dein Schätzelein. Dein Butzibu. Die wird nicht überleben. Wenn die überlebt, habe ich was falsch gemacht. It didn't work out. There's gotta be something we can do. I'm all ears. Well, look at all this crap. There's gotta be something useful in here, right? Hey, look. Fire tower. Hey, Magellan, maybe we should get the cable car working and take the show on the road, huh? Die. Ja. Jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Ja, oder die wollten das für den Dreh von Dida benutzen und hatten halt, ja, es ist, haben sich mittendrin anders entschieden. Na, es ist mehr wie die Sesamstraße, ja, aber es kommt noch der alles der hinschreibt und das. Oder es ist Spaß am Dienstag. Ah,
Oh, der hat gestottert, ne? Vielleicht ist es auch ein Song, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Vielleicht aber auch in 4-5 Minuten, wenn wir aus der Werbung wieder zurückkommen. Ja, ich werde mich aber jetzt leider losmachen. Oh, mein Arm. Wer soll mich denn dann erschrecken? Eventuell komme ich noch dazu, wenn ich vorher fertig sein sollte, massiere ich dich noch ein bisschen. Hier so. Oder warte mal, Geisterhände müssen dich massieren. So ist das. Geisterhände, die massieren. Ja, das haben wir gern. Herr Kretschmer. Hier im Schocktober bei Rock. Das sind aber Muckis hier oben. Beans. Ja. Ne? So. Tschüss. Tschüss. Hand und tschüss. Ihr auch. Bis gleich. Zurück bei After Dark ohne Gregor. Jetzt, ja, die Regie hat das alles schon perfekt eingestellt. Wunderbar. Nur noch mit mir und den immer weniger werdenden Kollegen in Until Dawn. Wir gehen direkt ins Spiel. Und wir sind immer noch in diesem einen Raum, in dem sich jemand, der gerade erst schreiben gelernt hat, versucht hat. Was kann ich hier machen? Speed Control, okay. Alles auf Rennen. Kann ich aber nicht, kann ich nicht einstellen. Great. No keys, no cable car. So, back to square one. What about the fire tower on the map you found? Smarte Idee. I guess it's an option. Oh, maybe it has a radio or something. I mean, it would, wouldn't it? Probably, yeah. Matt, we gotta get to that radio! Ja. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Can use the radio to call for help. Somebody's gotta pick up the signal. Oh, well, someone's learning to play by the rules. What? Was? What rules? Rule number one, Emily is always right. Rule number two, nothing else matters because Emily is always right. Alter, wenn du nicht so aussehen würdest, wie du aussiehst, würdest du halt... Egal. Aber dein Leben wäre deutlich komplizierter, als es gerade ist. Oh, hold up. Ein kleiner Schubs. Es ist nur ein kleiner Schubs. Komm, du bist es im Grunde nicht mal selbst. Vielleicht... Der Stiel der Axt oder so ist vielleicht zu lang, du hast nicht hingeguckt. Ups, da habe ich dich aus Versehen direkt in den Rücken getroffen und einen Meter nach vorne geschoben. Kann ich sie schubsen? What's cooking? Good luck. Naja, ist ja klar, dass ich das nicht mache. Sie ist einfach keine gute Freundin. Es fällt mir schwer, Sympathie oder Empathie für sie zu empfinden und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie retten würde, wenn ich sie retten müsste. Wenn ich eine klare, kognitive Entscheidung treffen müsste, sie zu retten oder nicht, weiß ich echt nicht, was ich wählen würde. Dieses ständig passiv-aggressive Rumgezicke. Also, es wirkt auf mich, als wäre es eine dumme Idee. Nee, ist eine dumme Idee. Warum habe ich es gemacht? Verdammt! Ich wusste ja nicht, was passiert. Oh, du Bitch, ey. Jetzt. Mann, das war die Chance. Okay, easy now. Okay. Alright. Oh my gosh. Almost. I'm feeling kind of faint. Don't look down. Whoa. Oh, wenn ich sie jetzt nochmal retten kann, soll ich... Kommt noch mal eine Chance. Holy cannoli, thank God that's over. Yeah, for real. Naja, am Ende haben wir natürlich zu zweit bessere Chancen, uns gegen den Killer zu wehren. Ich sollte eigentlich alles dran setzen, dass sie lebt. Außerdem ist Leben natürlich für sie auch besser als Sterben. Und man sollte ja nicht so egoistisch sein. Ich soll ja nicht nur an mich denken. Just climb down. Climb down what? The mountain. Are you serious? What's the
big deal. It's not like it's floating in the sky. It might as well be. It's pitch black out. Hey, hopefully we won't have to. You think the psychopath is just gonna give up and run away? No. But maybe we should find a safe spot. Pull up, wait it out. It'll be a lot easier to figure this all out in the morning. As long as we don't hide in the lodge, that's where he expects us to go. Egal, was man macht es wahrscheinlich falsch, wenn man von einem Killer verfolgt wird. Aber ich überlege gerade, eigentlich müsste man sich aufteilen, und zwar wirklich aufteilen, und sternförmig in alle Himmelsrichtungen verteilt wegrennen. Weil er kann ja nur einen holen. Du hast also eine 1-6 Chance, dass du eben nicht die arme Sau bist, der hinterherläuft. Plus, wenn er dann den im Süden gekillt hat, wird es verdammt schwer, den im Norden noch zu erreichen. Also so oder so, gute Richtung, finde ich. Aber nein, weil alle Angst haben, der eine zu sein. Oh, okay. Durch die Tür mit der Schrotflinte in der Hand und einem humpelnden Beine. Was wahrscheinlich dann nur passiert, wenn vorher irgendwas mit dem Bein passiert oder so vielleicht. Oder man wird unweigerlich sich noch verletzen. Es sind ja nur Möglichkeiten. Es ist nichts, was passieren muss. Ah, wir erinnern uns, das war ja der Anfang, oder? Das hatten wir schon im Prolog. So richtig weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich doch nochmal irgendwas machen, wenn ich da... Nee, man sieht aber nur dann Cliff. Erst treffen wir uns und dann Cliff. Dann wieder zurück. Oh oh, was ist los? Oh fuck. Hä? Das sind doch nur... Was geht denn jetzt ab? Die Hirsche. Ach, kommst du nicht euer Ernst jetzt? Wirklich der Hirschalarm? Eine Hirsch-Stampede, die uns jetzt zwingt, von dem Cliff runterzuspringen? Du hast nur die Axt. Mal ein bisschen den Wildwuchs eindämmen. Das würde ich jetzt an der Stelle lieber machen. Mann, ich will die Hirsche jetzt mit der Axt köpfen und ich... Na, ich guck dir auch im... Oh, er auch gerne, offensichtlich. Wir beide, wir alle gucken dir gerne beim Baden zu. Was? Das ist aber... Hello? Hat aber eine gute Chance jetzt gerade ausgelassen. Offensichtlich will er sie nicht. What are you doing out there? Being creepy. Okay. Ja, sie kriegt von allem nichts mit, weil sie die ganze Zeit in der Badewanne war. Eine sehr schöne Badewanne, aber eine gigantische Wasserverschwendung, wenn ich mir das so angucke. Da könnte ich mir was angucken, mache ich gleich. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Nein. Oh, Pete's sakes, my clothes, really? Whichever one of you did this is off my Christmas list. Seriously, not cool, guys. Not cool at all. Ey, ich muss sagen, das finde ich schon sehr lustig. Ich weiß nicht, ob es der Killer war. Das würde ihn mir auf jeden Fall sympathischer machen. Aber eine Socke auch noch hinzulegen, ist natürlich Chris? Das i-Tüpfelchen. Josh? What the hell? Aha, das hier? Ist das, soll das so sein? War das schon immer da? Scheint sie nicht zu interessieren. Energisches Gehen. Ich habe auf energisches Gehen umgeschaltet. Auf wütendes Frauengehen. Wütende Frauengeschwindigkeit 20. 20 WFG.
Diesmal hat es mich nicht erschreckt. Ich kannte das nämlich schon. Die Uhr war überhaupt nicht erschreckend. Das macht die ständig. Da noch hier so ein. Ich frage mich wirklich. Ah, okay, doch, Ballons. Ihr seht es ja auch, ne? Die Ballons haben einen Pfeil. This is really getting out of hand, okay? It was all very funny, haha. Look at Sam walking around in a towel, but now I just really want this to be over, alright? You had enough? Also die Ballons würden mir ganz schön Angst machen. Das ist ganz schwer. Ah, da geht einer weg. Mit zu viel Aufwand. Aha, kennen wir doch alles schon. Handtuch. Towel it is then. You in the kitchen, cooking something up. Na, ich will eigentlich zu dem zum Fenster. You were trying to freak me out. Guess what? You succeeded. Schnarr. Schnarr. Warum kann ich da nicht lang? Es sind im Spiel oft. Also klar. Ich weiß nicht so recht, wie ich es erklären soll. Jetzt sind wir natürlich in einem Gebäude und hier sind natürlich Möbelstücke. Aber es ist ganz oft so, dass man irgendwo gegenläuft, was mich furchtbar wütend macht. Weil es auch so lange dauert, bis sie sich dann irgendwie umdrehen. Und das hätte ich gerne anders. Aber dann wäre die Bude leer und das ist Quatsch. Und der Wald wäre auch leer. Dann eigentlich würde das Spiel auf dem Flughafen spielen. Das kannst du nicht machen. Das will keiner sehen. Aber vielleicht gerade deswegen. Es gibt eindeutig zu wenig Spiele, die auf dem Flughafen spielen. Also jetzt von Modern Warfare und dieser einen Mission mal abgesehen. So. Meat Processing. Da denke ich natürlich direkt auch wieder an Menschenfleisch. Eine Kreissäge. Ah nee, da hat er nur die Kreissäge und die Ersatzsägeblätter, weil die immer kaputt gehen von dem Rückenmark der ganzen Leichen, die er zerteilt. Okay. Aber es ist eine sehr schöne Wohnung. Also echt schönes Hütchen. Okay, rausgehen wäre jetzt auch ganz schön doof. Das wäre überhaupt nicht cool. Ups, nee. Linksrum. Bisschen anstrengend, dass man. Ja, komm. Dass man nicht so richtig rennen kann. Aber irgendwie verstehe ich es eben auch. Das ist dann eben wirklich nur beherztes Gehen. Und die Spannung wird immer dichter, genauso wie die Staubflocken in der Luft verdichtet sich auch die Stimmung. Ja, nimm mal irgendwas. Ach, die Taschenlampe. Nimm was zum Hauen. Wow, this is weird. Macht die Hose von ihm das Geräusch oder war das jetzt einfach dramaturgisch? Guys, come on! Oh, I'm done with this! I really don't appreciate the silent treatment here. Spritze, ich wusste, dass sie irgendwann kommt. Vase werfen. Genau, die starke Frau wirft.
Eigentlich ja lieber irgendwo in den Sack oder so, oder? Na gut. Da hat er sich aber wirklich Zeit gelassen. Hm, was macht sie denn da mit der Vase? Moment mal, sie wirft die Vase auf mich. Das kann ja gar nicht klatsch. Springen, verstecken. Ah, nee, springen. Verstecken funktioniert nie. Schön Fersengeld geben. Mal ein paar Meilen zwischen euch beide bringen. Oh Mann, sie hat halt nichts an, keine Schuhe, das ist richtig schlecht. Das ist wie hier, Bruce Willis, Stirb langsam. Die weibliche Fassung von Stirb langsam. Die kommt auch noch irgendwann, wartet mal. Weiter weglaufen, schön in den nächsten Raum. Es hört nämlich, da humpelt der Moment. Moment! Der humpelt aber genauso wie der eine in dem Rückblick. Hilft das? Mach was! Ich dachte gerade, sie hat das über sich. Oh, mach jetzt! Nein! Oh, 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 mach, mach! Oh, nein! Oh. Bei ihr will ich schon, dass sie überlebt. Sie hat sowas Verletzliches. Und sie ist ja auch vermeintlich, nehme ich mal an. Was genau? Das habe ich gerade nicht gerafft. In welchem Zusammenhang das stand. Hier ist vielleicht Verstecken ganz gut. Jetzt haben wir ein bisschen Meilen hinter uns gebracht, so zwischen uns. Ihr macht doch mal die Lampe aus! Du bist halt auch so doof! Du bist halt auch sowas von doof mit deiner Taschenlampe! Du machst mich wahnsinnig! That was exciting, wasn't it? Well done! The game seems to be going very well. Yes. All the good work. I did exploring the source of your fear. And you've just gone and used it for ill. Mm-hmm. Your overwhelming fear of isolation. You've turned it against these people who you so desperately want to torment. Has it been worth it? Ja. Mann, ey. Wie oft wollt ihr mir diesen kleinen Irrtum noch vorhalten? Wie lange wollt ihr mir davon noch erzählen? Das ist Ancient History. Hallo? Guys? Hallo, Samantha. Looking for me? We should look for the others. Mike and Jess are off 69ing each other, and who knows where Sam is. I think she's in the lodge. Why are we still talking about this? Let's go! Hey, look! Fire tower. Matt, what is that? I don't know. Das ist auf jeden Fall der weirdeste Part bisher. Oh, shit. Axt. Bleib ruhig. Nein, die wollen nur schnuppern. Ja, ich trau mich jetzt gar nicht, irgendwas zu machen, ne? Ah, okay, ich kann schon laufen. Ah,
Einer will es wissen. Aber bei ihm siehst du doch, dass der was will. Ich will das nicht. Yeah! Power of Hirsch! Hirschman! Das ist mein Hirschman-Gruß. Hirschman! Das soll mein Gewehr sein. Da-d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 a. Hirschman! Ja. Okay, gut. Das war der Superheld of Today. Dankeschön. Guck, da freut er sich. Hirschman. Aber der Nächste kriegt die Axt zu spüren. Lassen Sie mich durch, ich bin Axt. Hirschman. Da war die Regie zu langsam. So. Das war aber jetzt, das war, er hat ja schon Lost-Dimensionen, wie da plötzlich so viele Hirsche ankamen, als Cliffhanger, während wir am Cliff standen. Wir waren eigentlich ein Cliff-Stander. Cliff-Stand-Up. Das überlasse ich alles Eddie. Das wäre mal was. Eddie, 60 Minuten Stand-Up am Cliff. Und wer nicht mehr will, kann ich runtertreten mit so einem Sparta-Kick. So. Oh God, not the lodge. We should stay here in case whoever it is needs to get back in touch with us. Let's get that radio working. Das hat uns doch bisher auch nicht wirklich geholfen. Oh, jetzt steuere ich sie. Interessant. Gut. Können wir machen. Solange die Frau einverstanden damit ist, kann ich sie steuern. Das würde im Wald dann aber ständig angehen und deswegen glaube ich, dass es kein Motion Sensor ist, weil es einfach halt dann die Batterie innerhalb von Minuten oder Stunden leer wäre wahrscheinlich. Da fliegt doch immer irgendwas rum oder irgendwas läuft rum. Wer so ein Ding an der Hauswand mal hatte, der weiß, was ich meine. Flutlicht. Ey, warum geht eigentlich nicht der mit der Axt vor? Wie ist denn der Knigge bei dem Fall? Ich meine, eigentlich geht der Mann hinter der Frau, damit wenn sie fällt und so, aber wenn es in so einem Fall ist, muss doch eigentlich der Mann mit der Axt vorgehen, weil die Gefahr auf jeden Fall in dem Fall vor der Frau lauert und weniger, also die Gefahr, dass der Mörder von vorne kommt, ist höher, als dass die Frau nach hinten umfällt. Insofern ist es hier eindeutig falsch, aber ist okay, weil wir spielen ja auch die Frau, da ist es vielleicht schon wieder anders. Ich habe keinen Überblick mehr heutzutage. Ich weiß es einfach nicht mehr. So, jetzt mir hinterher klettern, das wäre aber dann nicht mehr so schön. Selbst ist die Frau. Mache ich das eben allein. Nein. Warum denn? Da lässt er die Axt fallen. Boah, ich würde da ja nicht hingehen. Also ich, nee, obwohl, also wenn oben keiner ist, dann ist man da oben sicher, weil jemand nur sehr schwer hochkommt. Aber da ihr ja gerade gesehen habt, dass jemand das Flutlicht angeschaltet hat, könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass da jemand ist. Und dann würde ich eben nicht hochgehen, weil ihr dann mit ihm alleine eingesperrt seid. Aber gut, ihr habt schon zugemacht, müsst ihr wissen. Aber der ist ganz sicher hier. Ja. Er ist euch immer einen Schritt voraus und auch eine Trittleiter voraus. Ein Fax.
Das ist ja wirklich ein Fax, ein Drucker. So, no power. Also geht das Ding auch nicht. Mal kurz rumgehen. Ja, das ist eine gute Idee. Die Flare Gun, die kann nämlich dann auch richtig brennen. Wunderbar. Ja, natürlich. Nee, ich finde, Matt hat schon genug gemacht. Wieso? Na, ich hätte sie eigentlich lieber. Das bringt doch nichts, oder? Ah, schwierig. Schießen oder verstauen? Benutzen, um sich wehren zu können, nachdem ja Matt jetzt auch die Axt unten gelassen hat. Oder auf sich aufmerksam machen und schießen. Ich habe ja nur einen Schuss. Oh, das ist voll schwer! Okay, das Logischste wäre in diesem Moment, um Hilfe zu bitten. Der weiß eh schon, wo ihr seid. Gehe ich mal von aus. Geh mal aus dem Weg. Ja, nee, wie erwartet. Oh, hier ist noch ein Seil. Ach, ich hätte jetzt gedacht, ich muss vielleicht noch eine austauschen, aber das reicht schon. Was könnte man jetzt? Könnte ich jetzt auch irgendwas noch ausdrucken? Wer hat diese Person? Beth Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1:30 und 2:30 Uhr bei der Ski Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Beth trug eine leuchtende pinkfarbene gefütterte Jacke, schwarze Leggings, Skischuhe und eine weiße Mütze. Es gehen schon relativ viele Leute verloren hier. Bevor ich das Radio benutze, will ich hier nochmal reingucken. Vielleicht habe ich keine Möglichkeit mehr. Ah, und noch jemand. Auch eventuell war sie emotional aufgewühlt. Ach, das ist ja dieselbe, ne? Ah, das ist gut. Beep, 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 beep. Du musst over sagen. Ja. Slowly and clearly. Hör doch mal zu, bitte. Beharren. Mann, kann der Typ mal bitte übernehmen? Die kriegt es doch hier nicht gebacken. Das hört sich an, wie wenn du irgendwie einem Reden den Hals umdrehst.
Das kann doch keine Sau verstehen. Ich verstehe es kaum und ich habe deutsche Untertitel an. Das ist doch nicht... Mann, ey! Tu doch mal was! Bring die Frau doch mal zur Raison hier! Ja! Gut, zum Glück haben sie trotzdem alles verstanden. Wie gut, dass du die Axt da gelassen hast unten. Dann hat er nämlich irgendwas, womit er die Falltür einschlagen kann. Oh, und das natürlich bei dem Wind. Die Sicherungsseile. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, das ist ganz geil. Ach ne, aber das wird schon direkt um. Das ist doch unrealistisch, oder? Oh mein Gott! Das bringt 7 Minuten Pech. Ja, oder 7 Sekunden. Alter, halt dich an dem Mikrofon fest! Oh, 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 oh. Jetzt tu doch irgendwas. Ah, die Spannung ist unerträglich. Die Scheiße brennt auch noch. Und jetzt rutscht sie nach unten. Mitten in einen riesigen Treibsand rein. Der sich in einem nuklearen Reaktor befindet. Also unfassbar, was hier alles auf einmal passiert ist. Ist sie tot? Sie müsste eigentlich tot sein. Niemals hat sie das überlebt. Tja. Die Leiter nach unten wird zur Leiter nach oben. Das ist jetzt so ein bisschen Uncharted. Ich erinnere mich wieder, warum ich dich nicht mag. Hä? Was ist los? Was ist los? Aha. Hang in there. Sag mir, was los ist, Bitch. Betrügerin. Wir diskutieren das jetzt hier aus. Na gut, aber du musst mir noch kurz die PIN deiner EC-Karte geben. Ah, weil ich hasse es. Ich hasse mich dafür. Wir werden beide sterben. Vielleicht wird doch nur einer von uns sterben. Jetzt kann ich aber springen, oder? Ja, aber... Wenn ich sie jetzt nicht rette, dann sind alle böse da draußen auf mich. Aber normalerweise wäre ich jetzt in Sicherheit gesprungen. Weil ich weiß, sie schafft's nicht. Siehste? Siehste? Hab ich doch gesagt. Weil die sich halt nicht mal festhalten kann. Für die ist alles zu schwer. Jetzt... Oh. Na gut, immerhin hat es noch geschafft. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass er jetzt auch stirbt. Pff, das ist ja... Das ist aufreibend hier. Wie viel sind überhaupt noch übrig? 3 sind tot, oder? 2 sind tot. Eine Person ist noch unsicher, ob sie lebt oder stirbt. Und wir sind, glaube ich, eine ist betäubt. Also 2 sind unsicher, 2 sind oder 3 sind tot. Von 7, glaube ich.
Oder sechs. Ich glaube, es sind sechs. So. Emily ist durch. You can put a fork in it. It's done. Ah, jetzt haben wir wieder das Humpeln. Wir erinnern uns an den humpelnden Gang. Oh Gott, ist das eine Spinne. Bitte lass es keine Spinne sein. Bitte lass es. Ah, 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 ah. Das war echt jetzt gerade mega erschreckend. Okay. Was macht die Regie da? Okay, ich drücke jetzt. Es geht weiter. Alter, mach doch mal irgendwas. Was ist das denn? I haven't seen her either. Did that just happen? Damn it, what is going on? Ich dachte gerade, sie hätte das Blut irgendwie abbekommen, aber sie ist ja schon blutig. Ich dachte gerade, warum wurde sie mit Blut angespritzt? Ja, das war, es ging jetzt schnell und tut mir auch echt leid. Das war so irgendwie. Ich habe halt echt versucht, sie zu retten und das hat mich in die Scheiße geritten. Und das, obwohl ich sie so, ich habe sie so gehasst, ne? Und ich habe immer angekündigt, ich werde sie irgendwann hängen lassen. Und dann lasse ich sie natürlich nicht hängen, weil ich einfach nicht kann. Ich bin einfach zu gut. Ich bin zu sehr gut, Mensch. Ich hasse das. Sie hätte es so verdient gehabt und ich hätte überlebt. Der einigermaßen normale Kerl hätte noch überlebt, auch wenn er auch ein Arsch ist. Aber schön, dass sie vorher noch mal. Chris, what happened here? Das ist die Vase, ne? Das sind die Überreste der Vase. Danke. Danke für deine Hilfe. Oh, Hypothermia. Ja, das sind alles so Bücher, Filme, an die ich auch mich erinnert gefühlt habe schon hier. Durch das Setting. Ja. Wie geht das überhaupt? Wie geht das überhaupt? Wie kann denn so eine Tür einfach so zufallen, wenn nicht jemand hinter euch steht oder das Ganze automatisiert ist? Das sind diese Horrorfilmgesetze, die mich in Filmen auch schon immer aufregen. Entweder ihr könnt es erklären oder, na gut, vielleicht können sie es ja erklären. Vielleicht ist das Haus ja automatisiert. Vielleicht hat er ja übersinnliche Fähigkeiten. Okay, okay, okay. Alles wahr. Ich lasse das rechts mal, ja, okay. Da soll ich wohl doch lang. Oh, sie hat auch keinen Bock mehr, oder? Guckt sie euch mal an. Mal kurz mal auf den Close-Up warten, der gleich kommt. Da. Sie hat absolut keine Hoffnung mehr, dass es noch gut ausgeht. Sie glaubt auch nicht mehr daran, dass ihre Rehaugen sie irgendwie beschützen könnten. Und sie fragt sich, wann sie das Blut sich endlich abwaschen kann. Und ob ein bisschen davon in ihren Mund gekommen ist. Das würde ich mich zumindest fragen. Shit! Da kann ich auch nicht lang. Okay. Kann ich da lang? So, komm, ich, immerhin geht die Tür auf. Oh, auch nicht mehr. That's really creepy. Okay, hier ist der Anfang. Okay, habe ich irgendeine Tür übersehen? Nein. Hier können wir nicht lang. Hier links ist nur Gang und Gang. Ah! Ah, diese Türen in diesem Haus. Komm jetzt, hin! Wait a minute. Did you just see that? Nee. Did I see what? That, Chris, that! What that was that? It was like a see-through shape, like a ghost. Oh boy. I'm serious. Why don't you believe me? I said I saw it. Doesn't that count for anything? We've been through hell tonight, okay? Your mind is fried. My mind is fried. I don't even trust what I've been seeing. Beharren? Naja, okay. Komm.
Es war wahrscheinlich kein Geist. I don't know. I don't know. I just... I saw something. Chris? Ash, it's okay. You just... We're both kind of out of our heads right now. I mean, we just... We gotta pull it together, okay? You with me? Chris? Es ist nicht unwahrscheinlich, dass irgendjemand vielleicht noch mit euch in dem Haus ist. We're crazy down here. It's the only place left Sam could be, Ash. I wish we could just go find everyone else and... What if Sam needs us? What if she's in trouble? Oh, God. Let's go. Ey, Leute, habt ihr jemals einen dieser Filme geguckt? Die mysteriöse Tür geht auf von alleine. Let's go. Ich muss diese ganzen Morde und Brutalitäten erstmal verkraften, derer ich gerade Zeuge wurde. Seeing things. I'm not imagining things. Yeah, well, I saw things too. I saw what happened to Josh in the shed. You know, that's what I'm worried about. Oh, Chris, I know. I know. You know what I'm really worried about? Okay, I'm worried about Sam. What's happened to her? If there's some maniac out here, then she could be dead too. Don't say that, please, Chris. Oh, hier, ach so, ich dachte gerade für eine Sekunde, dass das sah aus wie so eine Falle, ne, mit Spikes auf der Seite und da würde ich niemals vorbeigehen. Denn ich bin ja nicht völlig bescheuert, aber gleich werde ich mich wieder in Gefahr begeben. Irgendwie wird es schon passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Danke, dass ihr trotz dieses frühen Zeitpunktes hier bei After Dark mit am Start seid. Macht die Vorhänge dicht, macht euch dicht, sorgt einfach dafür, dass ihr irgendwie in die mitternächtliche Stimmung kommt. Und falls ihr es gerade jetzt erst abends guckt, falls ihr es als VOD guckt, um 10 Uhr abends, dann bin ich mal gespannt, wie lange ihr durchhaltet, denn wir spielen heute eine ganze Weile. Jetzt ist kurz Werbung, danach geht's weiter mit mir und After Dark, Until Dawn. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren 90-Minuten-Session After Dark, Until Dawn, mit einer der wenigen Überlebenden meines Spielstandes hier. Ich habe ihren Namen schon vergessen. Mal gucken, ob er überhaupt noch relevant wird. Sie ist immer am Meckern, immer am Quengeln. Und deswegen frage ich sie, willst du Käse zu deinem Wine? Dabei hat sie hier doch sogar ein Wine-Regal. Ich guck da mal rein in den Wine. Nee, das ist wieder was ganz anderes. Was ist das denn? Nichts, was ich mir groß angucken muss. Hier wäre vielleicht was gewesen, hätte ich mit einem anderen Charakter was gemacht. Oder vielleicht soll ich dadurch lernen, dass man das aufbiegen kann. Weiß ich nicht. Chat habe ich aus, weil akute Spoilergefahr besteht. Wundert euch also nicht, wenn ich nicht drauf eingehe. Aber natürlich Grüße an der Stelle. Und gerne beim nächsten Spiel dann wieder mit Chat. Guck doch einmal hinter dich! Ein einziges Mal! You were looking at your phone, you dip. What are you tweeting? Hashtag, there's a freaking ghost after us. Ash, calm down. Was hast du mit deinem Handy gemacht? No ghost here. Ghost of was genau hast du mit deinem Handy gemacht? You're freaked out because of what happened with Josh. You're not paying attention. I saw it. I saw a ghost. And it looks like Hannah. Wait, what? Baby's bed. Jesus, Ash. What do you think? They followed us up here from the seance? I don't know, maybe. They did it because... Ghosts don't exist, okay? Oh, okay, who was talking to us at the seance, Chris? I don't know. Ich meine, es kann doch wirklich jeder sein. Anstatt da einmal hinterher zu gehen, du siehst jemanden. How does a picture just jump off the wall like that? Dann gehst du natürlich auch dahin.
aha, das Schlüssel, war es hier wirklich ein Geist oder so, der uns dahin führt. Strange. Ha, here you go. Da, da. Oh my God. There. You can't tell me you didn't see that. See? That's You do see it. I don't know. I just this is fucking crazy. Chris, it's showing us the way. Show us the way. Oh. Ooh. This is unbelievable. Hey, look. Look, Chris. What? You can see in the Messer. Messer aus dem Haus ins Auge. Spritze. Ich würde da nicht gucken. Yeah. Oh, es sieht aber nicht aus wie ein Thema, was Puppenhaus geeignet ist, wenn ich das gerade mal so mir angucke. And look. This little okay. Key? Ja, mach mal. What did I tell you? The ghost is helping us. Oh ja, genau so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Whoa, what is going on here? Oh God, it's like... It's not like anything, that's us. Hiding there, waiting for Hannah, last year. But it's so accurate. I mean, that's exactly where I was sitting and that's where Matt was. This was set up by someone who was there. Or someone, or something that was watching us. Maybe it's a warning. I think someone put this here to mess with us. No, it has to be the ghost. It's trying to tell us the maniac killed Hannah and Beth. I think it's this bastard that he's here trying to fuck with our heads. Why would he set this all up, Chris? He's trying to tell us that he's gonna come after us all too. Nicht die Hand da reinstecken. Ein Tagebuch. It's Hannah's diary. Yeah, the plot thickens. Mom hat endlich ja gesagt. Die Einladungen sind raus. Die Party findet statt. Ich hasse die Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. Mike confirmed. He phoned Josh this afternoon. Woohoohoo! Party time. Together here on the mountain. It's gonna be so awesome. Cozy fires and hot tubs and OMG, Mike, I am so psyched to spend some time with him. I can't read this. It's so sad, Chris. Oh, vielleicht steht da noch wirklich was Wichtiges drin. Aber es ist natürlich wirklich sehr traurig, ja. What was that? Came from down there. Könnte es eine von den beiden Schwestern sein? Das Moment, das ist doch der. Da muss ich gerade mal mein Mikro wieder richtig ranstecken. Ach, komm jetzt. Arbeit doch mit mir zusammen. So, und meinen Stuhl verstecken, damit ihr nicht seht, damit ihr denkt, ich sitze in der Luft. Könnte es nicht einfach so sein, ne, dass die beiden, eine der beiden Schwestern, die wir mit diesem lächerlichen, furchtbaren Streich in die Kälte geschickt haben, wo sie dann wiederum von irgendwem gejagt wurden, dass die beiden, dass einer von beiden überlebt hat und deswegen jetzt sich rächt auf diese Art? Ha! Mann, ey, wie oft... Und warum ist er jetzt und But you did see it, Chris, for real. I saw something, but where'd it go? Ja, aber jetzt mal, hä? Was heißt denn, was hier jetzt gerade passiert? Just when you think it can't get any creepier. Oh! Jeez. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit für Spinnen gewesen. Und wegen, weil das auch mein Traumata ist. Krieg langsam echt so ein Vibe, als wäre das so Cabin in the Woods Style, als wäre da noch ein bisschen eine Ebene dahinter, als wäre es nicht nur um den Killer, sondern es gäbe noch eine Ebene darüber oder darunter oder daneben. Ein ganz schön weitläufiges Gebäude hier. Das sieht aber toll aus. Did you know this was here? This is like a whole other hotel. I had no idea this was here. Ja, halt echt wie ein komplettes Hotel in dem kleinen, in der Hütte. Unten drunter. Oh no.
bracelet. Shit. And she never takes this thing off. Fast. Das könnte echt eng werden, ob wir die noch finden. I don't think I can take any more of this. Yeah, I'm about at my limit here too. All I wanted to do was forget last year ever happened. And to be honest, I'm not sure what Hannah thought she was doing. Yeah, well, you know how it is when you're crushing pretty hard on somebody. Great, so you're basically saying that we put a vulnerable friend in a terrible situation and essentially caused her to run away and never to be heard from again. Yeah. If it was you, don't you think you would have run away? I mean, who likes being made fun of? People don't make fun of me. To your face. What? Chris, we made her look so stupid in front of all of her friends and the guy she liked. I can't imagine doing anything worse to somebody. Naja, das war auch ein echt ganz schöner Dick-Move, den die da gemacht haben. Insofern, aber solche, das sind so Pranks, die man eigentlich ja auch nicht macht. Was ist auch daran, was daran ist jetzt so mega prankig? Hahaha, ha, ha, ihr habt geknutscht oder irgendwie, du hättest mit ihm geschnackselt. Haha, ha, super lustig. Er gibt keinen Sinn. I'm not going down any further into this nightmare, Chris. Ashley, I understand, okay? I'm really freaked out too, but if Sam's down there all alone with a maniac and we leave, we're basically killing her ourselves. Das ergab überhaupt keinen Sinn. Aber lass mal ruhig machen. God damn it. Ashley, come on. Why are you always right? I'm not always right. Well, when you're right, you're right. I don't want to be. I want to leave. No. We've got to find Sam. Let's go. Ich glaube, er hätte lieber gehabt, dass sie ihn zwingt, abzuhauen. Das hätte ich auf jeden Fall auch in dem Fall mir gewünscht. Aber jetzt muss er es eben durchziehen. Jetzt muss er... Ach so, ich steuere sie. Ich habe mich schon gewundert. Ja, jetzt musst du mutig bleiben. Chris, I'm getting a really weird feeling from all of this. What do you mean? What just doesn't add up? What doesn't add up? Any of this. The psycho, all this crazy stuff going on down here. I feel like we've missed something. Something that'll make it all connect. I know what you mean. But, I mean, who knows what that would be? Yeah, I guess you're right. Ich habe schon länger keinen Totempfahl mehr gefunden, vielleicht weil ich in letzter Zeit zu wenig mir alles angucke. Aha, für Lichter und den Fernseher. Aha, okay, ja. Jemand scheint mit Elektrogeräte per Fernsteuerung kontrolliert zu haben. Ja, das haben wir uns ja auch schon gedacht, ne? Aber was für ein Aufwand. Der Typ muss doch hin und her rennen die ganze Zeit. Den Schweinkopf da installieren. Da irgendwie die beim Baden belauschen. Dann da den Typ mit der Säge killen. Dann den hinterherlaufen im Wald. Das ist doch Hardcore. Das ist doch wirklich 24/7 die ganze Zeit. Musst du dich dann um die Opfer kümmern. Das ist doch... Wer hat dann den Spaß eigentlich? Wer hat dann wirklich Spaß noch? Die Opfer, um die sich alles gekümmert wird, sozusagen die ganze Zeit, diesen Zentrum der Aufmerksamkeit, oder der arme Killer, der eigentlich nichts anderes will, als sein Trauma überwinden, von dem wir eben noch nicht wissen, welches ist. Aber das ist ja auch Teil seiner Therapie. Es ist für uns alle die sechste Stunde. Ja, hier gucken wir nochmal, komm, gucken wir uns mal die beiden Dinger nochmal an, ne? Kann ich nicht erkennen, wer das gewesen sein soll. Jemand mit sehr markanten Stiefeln und einer Taschenlampe. Das ist hier mit dem Wolf oder Hund. Ah, das ist, glaube ich, dann nicht Mark oder Matt, der humpelt, sondern in dem Fall war es jemand anders. Was? Moment. Das ist jetzt aber Matt. Genau, mit dieser Türgeschichte, wo er nicht weiß, ist was eingeschlossen oder soll er da vielleicht rein?
Das kannst du gut, ne? Schwer atmen. Das sind deine Fähigkeiten. Besondere Features, trägt immer eine Mütze, kann eine Taschenlampe in 4 verschiedene Richtungen halten und bedächtiges Schnaufen und ängstliches Luft zusammenziehen. Sind das alle die, die schon tot sind? Nein. Da bin ja auch ich. Er lebt noch. Er hier sieht aus, als wäre er durch, ne? Dipstick wird eine lange Aufnahme. Ja, okay. Dadurch kann man ja jetzt grob schon mal. Okay. Er hat ja nicht alle durchgestrichen. Der eine ist nämlich schon tot, ist aber hier noch am Leben. Also ist es wohl eine ältere Hitlist. Schau mal, hier. Mr. Robot. Nämlich noch am Leben. Aber wer ist hier. Warum hat er die X-e? Das verstehe ich nicht. Warum hat er unten die X-e? Und Mr. Robot zum Beispiel noch nicht. Und es sind genau 6, oder? Ja. Tja. Interessant, aber eben leider dann doch nicht. Oh, ich glaube, wir kommen jetzt hier in die Gegend, wo einer unserer ehemaligen Freunde, muss ich ja sagen, aufgespießt wurde. Oh, Moment, kurz. Hier sieht, kann ich irgendwas machen? Ich glaube, weil hier überall diese Ketten rumhängen, dass es in diese Richtung geht. Da geht's weiter. Oh, da ist schon wieder hier der Projektor. Kurz nochmal schauen. Der Kollege geht auch schon hier lang. Oh crap. Look at that. What? Might be Sam's. Alright, let me see if I can get this. Yeah, I got it, but oh damn, this thing is heavy. Be careful. You gotta come through, Ash. I can't hold it. Yeah. Oh, come on. Gross. Was denn jetzt? Was? I saw Sam over there. Ash, are you sure? I don't know, but come on, I think we should check it out. Yeah. Well, I'm pretty sure whoever's bleeding came through here, okay? So we really gotta get moving, like now. Nee, Bewegung untersuchen. Halt mal die Fresse jetzt hier mit deinem. Halt den Scheiß, du bist ein Kerl. Oh, nee. Kann man denn auch mal. Diese Türen in dem Haus. Jede Tür hat ihr Eigenleben. Der Türsimulator. Shit, das war der böse Killer. Vielleicht die Taschenlampe ausmachen? Na gut, vielleicht mal kurz ein kleines Schwätzchen über den Gartenzaun halten. Der weiß ganz sicher nicht, dass du da bist. Freaking idea. Where the hell did it come from? In the fridge. Yeah, sure, that makes sense. Why did you bring it with you? I didn't think you'd believe me. And I think it's, you know, not a good sign. For Sam? For any of us, but yeah, mostly for Sam. Shh! We've got bigger problems right now. What do you mean? A psycho, Chris. I just saw him. What? Where? Where'd he go? I don't know, but we've got to be quiet. He's got to be. Gut, dass du, dass du sie vorher nochmal erschreckt hast. Awesome. Das hat er wahrscheinlich nicht gehört. Sam? Oh oh, da wird schon wieder an der Uhr gedreht. Nee. Kann ich hier? Nee. Ich wollte auch dieses Mal mir eigentlich nochmal ein, zwei andere Ecken angucken, eben im letzten Raum. Aber man weiß ja nie, welcher der zum Hauptpfad führt und welcher Raum vielleicht eben ein Bonusraum ist mit irgendwelchen extra Items für mich. Sam? Shit, ja, es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Zeig doch mal die Seite. Da ist doch bestimmt nichts mehr übrig. Komm. Ha? Okay. Hätte das auch anders aussehen können? She's not dead. How do you know? She's still breathing. What the hell is wrong? She's been knocked out. Oh, no, 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 no. Hinter dir! This is bad. We've got to get her out of here. Oh, shit!
Okay. Betäubt. Beide. Den starken Mann und die ständig quengelnde Frau. Jetzt haben wir sie alle. Oh, das wird bestimmt ganz böse enden jetzt. Shit. Das sieht schon, das ist keine gute Ausgangssituation. Ash! Oh. Shit, I'm gonna murder his fucking face off. What is this? This is him. No, Chris. This is the guy who killed Josh. No, God. No, God. You murdered a piece of shit? Oh, you monster! Look, we're gonna die, Chris. I don't think I'm ready to die. No one is going to die. I wish I could tell you. Hast du die letzten Stunden nicht zugeguckt, ne? Ja, wolltest du noch später nachholen auf YouTube? Too late. Chris, what's the point? Stop it, just say. We're always talking around it, and now, I mean, we've wasted everything. Ashley, none of it was wasted. What do you mean? Every second that I spent with you was the only thing I ever wanted to do with my time. What are you saying, Chris? Sorry, I should have told you how I felt. Chris. Ganz furchtbares Timing. I swear, when we get out of this. Das sind genau die Sätze, die man nicht sagen sollte. Yeah, bam! Don't be so silly. Ah, shit! Das wäre jetzt auch das... Stop! You can do it, Chris. It should be me. Okay. You chose to save me before. Let me choose this time. Let me choose to save you. If I do one last thing in my life, let me do this! Chris, please. Oh, was passiert, wenn ich auf dich ziele? Kann ich wirklich? Okay, ich kann auf mich selbst und ich kann auf sie. Oh Mann, ey. Ah. Oh, ich komme aber bei beidem in die Hölle. Schwierig, schwierig. Da hat die katholische Kirche aber nicht gerechnet mit so einem moralischen Zwiespalt. Okay, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Schieß! Ich habe keine Ahnung, wen ich erschossen habe. Ich habe wirklich keine Ahnung, wen ich erschossen habe. Too far now. Don't you see? Huh? Don't you see that this torture porn has gone too far? Huh? Now what gives you the right to play God in these people's lives? Oh shit, ich hab sie erschossen. Sehe ich im Hintergrund. Huh? Fuck. Hat er echt die Frau erschossen? Zum Glück habe ich damit nichts zu tun. Zum Glück war ich völlig unbeteiligt. You're sick. Es hätte jeder sein können. Ich hatte die Augen zu. Now what the hell have you done to them? Huh? What the hell have you done to them? Psychopath. Oh, es könnte auch eine Frau sein. Jetzt hat man ja gerade gesehen, wie da jemand aussah. Das sah nicht wie ein Mensch aus der Perspektive. Das sah echt wie ein Golem oder so aus. Golem, nicht Ghoul. Das sah nicht normal aus. Jemand, der sehr ausgehungert ist. Okay, das vorletzte Kapitel, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wir haben
Ja, kommt auf jeden Fall hin. Eine Stunde in echt ist ungefähr 2 Stunden im Spiel. Wir haben aber heute jetzt nur noch, ja, noch eine Dreiviertelstunde wahrscheinlich oder eine halbe Stunde. Wir kommen wahrscheinlich nicht so weit, dass wir es jetzt heute noch lösen. Aber wir werden es natürlich noch zu Ende spielen. Das war's schon. Ja, da ist genau. Genau. Wo ist Jessica? Where's Jessica? She's not with you. Jessica's dead. What? He killed her, Sam. Wahrscheinlich Selbstmord. He's trying to kill us, all of us, and I swear to God, when everyone is safe and accounted for, I'm gonna hunt that fucker down and rip his nuts off. What at a goddamn time. Wow. Listen, this guy who you're talking about, he attacked me. He showed me these videos too, and one of them showed Josh being killed, just ripped apart by this huge fucking saw blade. Jesus Christ, what the fuck is going on around here? There's a door here. It won't open. Can you unlock it from your side? Sie war doch gerade erst frisch gebadet. Ja, 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 ja. Davon haben wir doch immer gesprochen. Mach das jetzt. Mach das jetzt. Mach das jetzt. So. What are you doing? Well, actually, the towel didn't turn out to be the best outfit for fighting off killer maniacs, you know. Do you mind, Mike? Aber ich muss doch auf dich aufpassen, damit er dich nicht in den paar Sekunden meiner Aufmerksamkeit wegschnabuliert. Das ging jetzt aber viel zu schnell. Aber es ist natürlich sportlich, aber auch mega kalt da draußen. I'm into that. What's that? Is that crying? Gut, ich meine, also jetzt wissen wir ja, wer der Killer ist, aber warum gerade er? Warum doch, warum gerade der Psychobruder, von dem man es eigentlich jetzt nicht erwartet hätte, weil es so offensichtlich ist? Ja, der wäre natürlich der Erste gewesen, den ich verbrannt hätte, wenn du mir die Möglichkeit gegeben hättest. Aber er tat mir auch leid, natürlich. Ich wollte ihn ja eigentlich sogar retten. Aber er ist doch sogar, Moment mal, was? Der ist doch, was? Was? Der ist doch der Typ mit dem, was? Jetzt habe ich aber gar nichts mehr. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Das hätte, glaube ich, sehr schnell knapp
und schlecht ausgehen können. Fuck, ey. Weg. 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 That I look great in that top. All right. Now we're talking. Hat die einen Gürtel für $600 angehabt? Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass man überhaupt Gürtel machen kann, die so teuer sind. Aus was sollen die sein, damit die so teuer sind? Das will mir nicht in den Kopf. Immer tiefer, mit allen Charakteren immer tiefer in die ganzen Schächte und versteckten Gebäude und Sanatorien und Kellergewölbe rein. Ich habe schon überhaupt keinen Überblick mehr, wo wir eigentlich sind. Hier sind wir jetzt halt wieder in diesem Minenkonstrukt. Ich glaube immer noch, dass das auch irgendwas mit dem Sanatorium zu tun hat. Warum hat der eine Typ uns jetzt alle umgebracht? Was will er uns damit eigentlich beibringen? Und warum hat er dann seine eigene Klinge überlebt? Ich weiß es noch nicht. Bin sehr verwirrt. Aber dann ist vielleicht alles fake, wenn die Platzpatronen eben uns ja auch gezeigt haben, dass gerne beschissen wird, könnte ja theoretisch dann auch. Aber wie willst du denn so ein Sägeblatt faken? Das weiß ich nicht, wie das gehen soll. Oh, sie hat aber auch echt keinen Bock mehr. So ein Stress. Sie wollte nicht viel. Nur ein bisschen knattern und dann vielleicht am Feuer sitzen. Das war ihr Plan. Hebel? Hebel. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Dem Kabel folgen. Ups, wobei, hier sehen wir ein bisschen den Beziehungsstatus mit Matt. Hat sich da ein zartes Pflänzchen des Vertrauens gebildet. Dafür ist sie mittlerweile null hilfsbereit und hat gar keinen Bock mehr. Aber das Grauen hat sie ehrlich gemacht. Interessantes psychologisches Profil. Ich bin eher am Ende gespannt, ob sich durch diese mittlere Ebene mit dem Psychiater nicht vielleicht am Ende herausstellt, dass das alles gar nicht stattgefunden hat. Vielleicht ist das alles nicht passiert. Alte Stechu, die haben wir ja mittlerweile, beziehungsweise die dafür nötigen Karten haben wir ja mittlerweile auch schon gesehen. Wir haben auch von den Minenarbeitern gehört. War gerade irgendeine Musik zu hören. Ist hier irgendwas? Ja, oh, eine Leiter. Ja, die suche ich doch. Denn bei der Leiter geht es weiter. Immer weiter, bis zum Eiter. Okay.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Leiter bringt mich in den Keller. Hast aber echt Glück gehabt, Mädel. Ja, jetzt ist die 600-Dollar-Fackel. Oh. Oh Gott. Okay, da sind wirklich einige. Das ist eine sehr schlechte Ecke, in die man, also sehr schlechte Gegend, in der du hier bist. Kommen offensichtlich nicht sehr viele rum. Uiuiui. Oh, wie toll die Staubpartikel aussehen. Jetzt erinnert es mich ein bisschen an The Forest. Komm, mach es. Warum macht man da überhaupt Holz? Holzhindernisse davor. Wenn jede Frau, selbst eine Frau, einer Frau, die aufbrechen kann. Really weird. Die Mütze wäre gar nicht so schlecht jetzt mit der Lampe und so. Niemals springen. Lieber strecken. Boah, ist das alles widerlich, da möchte man echt nicht rumlaufen. Viel mehr passiert hier im Moment aber auch nicht. Schon ein bisschen. Ist fast ein bisschen langweilig. Nein, nicht das Handy jetzt. Das Licht aus. Oh, der das hab ich gesehen. Der Stuhl schon wieder. Ey. Gut. Mehr oder weh? Ey, sag mal. Mitarbeiter, kein Klebeband. So, weiter die in die Mine und in Richtung des Flammenwerfers. Elon Musk wartet auf uns, nehme ich an. Er ist nicht mehr derselbe, seit er seinen Vorsitz verloren hatte von Tesla. Tag ein, Tag aus spielt er mit seinem Flammenwerfer. Hier ist meine Fackel. Ja, nimm die natürlich wieder mit. 600 Dollar meine ich. Das sind ja 1200 Grad. Okay. Hoch. An. Endlich! Strom! Ein ewiges Problem in diesem Spiel. Aber wir alle wollen Lichter auf an. In dieser Situation, das kann ich gut verstehen. Jetzt haben wir natürlich die Fackel, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, ne? Kann ich hier runter wenigstens? Oder ist es ein Umweg? Nein, kann ich runter. Also sie ist schon sehr lahmarschig. Ein bisschen mehr Hetze wäre angesichts der ganzen herumliegenden Toten durchaus angebracht. Vielleicht ist ja hier irgendein Gasleck gewesen oder CO2-Vergiftung oder irgendwas. Könnte hier auch eine Gefahr für dich darstellen. Da liegt irgend so ein kleiner Drops da hinten, aber mehr ist da auch nicht. Ne? Ach, ist das die Stelle, wo ich schon mal war? Nein, das war eine andere Stelle. Mit der Waffe? Schon komisch, oder? Was soll das? Was soll mir das sagen? Vielleicht kommt das später oder hat was mit einem anderen Charakter zu tun.
Oh, da kommst du noch nie hoch. Ja, wie? Das ist ja auch spannend. Das ist dieselbe Ecke, wo sie runtergestürzt sind. Ja, genau. Da sehen wir sie wieder. Was macht das da, wenn es nicht dorthin gelegt wurde, wie um mich zu verhöhnen? Hier vielleicht mit dem Holz irgendwas? Ah, da blinkt doch noch was. Ja, es blinkt. Die Brille? Ja. Okay. Interessant. Noch kein Weg gefunden. Hier geht's hoch, kann das sein? Ja. Da werden wir kurz Pause machen. Wir haben den Weg gefunden. Gleich werden wir ihn gehen. Gemeinsam aber mit euch zusammen, wenn wir nach der Werbung wieder zurückkommen zu einer letzten kleinen Session After Dark Until Dawn mit mir, dem Simi und den 10 kleinen Teenie-Lines, die langsam zusammengeschrumpft sind auf ganz, ganz wenige. Nur noch die wichtigsten, die mir wirklich am Herzen liegen, die sind um mich herum verteilt. Bleibt dabei. Ihr seid mir natürlich sehr am Herzen. Mal gucken, ob ihr überlebt. Und dann gucken wir uns gleich mal das Ende an. Bis dann. Die letzte halbe Stunde hat angebrochen. Sowohl für meine Charaktere als auch für mich. Wir starten weiter Until Dawn. Wir sind da, glaube ich, mitten in einer Sequenz oder kurz davor. Wir wissen es nicht, aber wir quetschen uns jetzt durch diesen Batman-artigen Höhlengang. Ach nee, Moment. Hier sind wir hergekommen, oder? Ich glaube, hier sind wir hergekommen. Wir werden es gleich sehen. Ja, hier sind wir hergekommen. Hat sich hier jetzt vielleicht was getan an diesem Punkt? Immer noch nichts. Ich bräuchte vielleicht was, um mir das zu grapschen, womit ich so durchkomme durch den Zaun. Ach, da blinkt ja auch noch was. Den habe ich noch gar nicht angeguckt. Ja, mal ein Hinweis. Ah, die sind hier runtergestürzt und haben sich dann nicht. Also, irgendeiner hat überlebt, einer von mindestens. Und dann haben die hier quasi reingeritzt: ey, wir haben überlebt, wir sind seit 10, 12 Tagen oder so da. 12 Tage wären das jetzt. 12 Tage, 2014. Ja, also 14. Februar. Weiß gar nicht. Ergibt es irgendwas? Ah, nee. Oh, nee. Der 28. Ah, nee. Okay. Ja, gut. Dachte gerade für eine Sekunde, ich wäre auf irgendwas auf die Schliche gekommen, aber nein. Aber das hier haben wir jetzt gelöst. Scheinbar haben sie überlebt. Deswegen lag ja auch das Foto, auch wenn das ein bisschen strange ist, wenn ich ehrlich bin. Hier ist noch mehr. Bevor ich da weitergehe, schaue ich dann nochmal um die Ecke.
sie läuft wirklich so langsam. Ich könnte mir vorstellen, dass der Aufzug auch wieder nicht geht. Naja, warte mal, wenn das jetzt extra mir so angeboten wird, es auch nicht zu machen, sollte ich es vielleicht erstmal nicht machen, bis ich wirklich da durch muss. Das zum Beispiel. Was ist das? Wieder ein weniger. Hier sind wir wieder. Irgendwie würde ich eigentlich am liebsten einfach nur abhauen. Kann ich nicht einfach wieder zurück? Kann ich die anderen nicht einfach zurücklassen? Ich muss doch jetzt wirklich nicht. Genau. Schön nach unten. Da oben eher. Ja, zünd das Öl an. Das ist alles so dumm. Kann der Verstecken in diesem Spiel auch einmal funktionieren? Ach, Schnitt, natürlich. Sisters got to feel once. Deswegen, natürlich. Only guess what? They didn't get to laugh it off. No. Nope. No. They're gone. I don't know if you noticed this, Josh, but none of us are laughing. Oh, come. Why the long faces? Come on. It's good to get the heart racing every now and then, right? And race they did. I mean, every one of you just pitter-pat. I hope you appreciated my little phantasmagorical spectacle. Ach, Rückblick. No detail too small. Did that just happen? No opportunity missed. It was such a delight to play the puppet master to all of your Pavlovian panic. And all that gore. It was gore galore. Fake bodies. I mean, God, that shit was expensive. And no retakes. Nope. Only double takes. Oh, you should have seen your faces. Hook, line, and sinker for every little stinker. Josh, why are you doing this? Yeah, don't even ask this squirrely little runt. He's got no clue. He's out of his fucking tree. Well, he's definitely off his meds. Oh, come on, you guys.
Revenge is the best medicine. You're done. Mike, he's sick. What? Come on, you guys are all gonna thank me when you guys become internet sensations. Wait, what? What? Oh, you better believe this little puppy's going viral, ladies and germs. I mean, we got unrequited love. We got blood. I don't think there's enough hard drives in China to count all the views we're gonna get, you guys. What are you talking about, you asshat? Jessica's fucking dead. What? Did you hear me? Jessica is dead. You are gonna fucking pay, bitch! Ja, ich nehme an, dass er das gar nicht war oder gar nicht wusste und dass jemand anders wiederum den Killer impersonated noch, weil das gerade so gut passt natürlich. Es gibt also mehrere Killer. Es gibt den Pseudo-Killer und den echten Killer. Das ist so ein bisschen wie Scream 3 oder 2? Ich hab die Meta-Ebenen vergessen mittlerweile. Ich glaube, es war der zweite. I didn't do anything. Are you serious, bro? Goddamn murderer is what you are. I didn't do it. Michael, please just listen to me, man. I did not hurt Jessica. Also irgendwie glaube ich jetzt er ist nicht. Weiß auch nicht warum. You know what, man? You need to shut up. Chris, hey, come on, coaches. We're partners. Stop, don't say that. Oh, fine. Be a dick. Oh, oh wait. Did I hurt you? Did you feel a little bit of pain? Right now, I am so sorry. Stop it! Jesus, dude. Stop, Michael. I'm sorry, man. I can't tell you how sorry I am that something happened to Jessica, but I swear to you, I have no idea what happened to her. Boah, eigentlich würde ich ihm natürlich gerne sagen, komm mal halt die Fresse, aber ich kann ihm halt nicht trauen. Aber vielleicht kann ich ihm trauen. Weiß nicht. Aber dir ist nicht zu trauen. Ich probiere es mal dann. Josh, be honest with me. Do you really expect us to trust you for a single goddamn second after all the shit you put us through? Can't we all just get along? Not dicking around. This is not how it's supposed to go down. You're just a bunch of bullies. You can't hang out a guy just to try like this, guys. Huh? Not like you got the guts to really do anything about it anyways. Schwierig. Ich will es nicht eskalieren lassen. Ich glaube, es wäre ein Fehler. Deswegen mal gucken. Vielleicht kommen wir später. You're the biggest coward there is. Uh-huh. I did something. I made you believe in the world I created. And I showed you parts of yourself you were too afraid to visit. You manipulated us. You tricked us. You hurt your friends. And you did it all while you hid in the shadows. You're a coward, Josh. That's all you are. Okay, time me up now, okay? Stay still, right, man. Right, still. Okay, then time up if they just wiggle around. Gosh, dude. I need me a little wiggle room, huh? What does it take to shut you up? Oh, not so tight, okay? Not so tight, okay? Get wiggled around. It's plastic ties, that's where it's... What? In God's name, is he talking about? This is hard to watch. You ever say this kind of shit before? I've never seen him like or this. Your money back. Hey, Mike. Mike. What? What happened with Jess, Mike? You know what happened. No, I don't. I got
a problem, Mike. I don't remember killing Jess. Christ. I mean, like, I feel like I would remember killing her, you know? She's so soft. And she's probably got, like, a really tight bod. Shut your fucking mouth! Oh, entwaffnen, naja, man könnte natürlich mit Schlagen, könnte man's. Ich mach entwaffnen. Seriously? What? Did you think I was gonna shoot him? I don't know. Come on, Chris, you know me better than that. Yeah, Chris, you know me better than that. Yeah, well, just next time give me a heads up, all right? Oh, you poor little piggies. You can't even get your good cop, bad cop routine to work. Leave it to the pros! Why don't you go back to the lodge? Make sure everything's all right. I'll stay here with this lunatic until the morning. Oh, sleepover. Can we order pizza? You sure you're okay? Yeah. I want to know everything's fine back there. Yeah, you're right. See you in the morning. Sehr interessant, während wir jetzt ins Finale gehen, das wir wahrscheinlich nicht zu Ende spielen können. Es gibt also noch einen weiteren Mörder. Josh! Josh! How does it feel? Do you enjoy all those emotions that my sisters got to feel one year ago? Only guess what? They didn't get to laugh it off. No! Nope! No! They're gone! Jessica's fucking dead! What? Did you hear me? Jessica is dead. And you are gonna fucking pay, you dick! What happened with Jess, Mike? I don't remember killing Jess. Christ. Oh, God! Oh, my God, Matt! Und er jagt mit dem Flammenwerfer diese komischen, ghoulartigen Wesen, die wir die ganze Zeit in der Mine gehört haben, würde ich jetzt. Und die Ghule sind vielleicht ja eigentlich die alten Minenarbeiter, die 18 Minenarbeiter, die verloren gegangen sind, irgendwie zwischen den Jahren. Halt doch mal die Fresse jetzt! Genau davon spreche ich. Oh, du bist besonders gut im Runterrollen. Okay, das war lustig. Los, du musst was machen. Dass ich gerade mit dieser Oberzicke, ne, die mir am meisten auf den Nuss gegangen ist, dass ich gerade mit der jetzt so viel spielen muss. Das entzündet rotglühenden Hass in mir. Komm. Es kommt vorbei, wenn du in Calgary bist. Calgary. What happens in Calgary stays in Calgary. Come on. Einfach so ins Nichts springen ist wahrscheinlich keine gute Idee, jawohl. Ein paar Meter. Oh, diese Viecher. Ah, schon lange keines mehr gesehen. Die Warnungen. Was sagt mir diese? Mann, wie sollte man denn da irgendwas rauserkennen? Kann ich es nochmal sehen? Kann man nochmal zeigen.
Okay. Irgendwas. Oh, hi Dennis. Kannst du nochmal bitte? So, dann ärgert sich, er schießt nicht, irgendwas passiert dann. Nehme an, dass ich da rechts irgendwo lang kann. Auch nicht? Oh, da ist was. Okay, was wird das noch? Okay, this is gonna be the way. Oh Gott, okay, die sind wirklich eklig. Das ist wirklich The Forest. Spinnenartige Nacktghule. Mann, das weiß ich nicht. Rechts ist nie die rechte Wahl. Immer nach links, wenn man die Wahl hat. Los, geradeaus. Ja, runter. Hinter dir? Ah, okay, oh, das war gut. Ah, die Monstersicht. Ja, gut. Runter. Und weg. Da hoch. Das Spiel können wir auch mit Voice-Kommandos steuern. Würde, glaube ich, auch funktionieren. Abspringen. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber ich habe das Gefühl, das wäre irgendwie das Richtige. Wer weiß, wo ich da rein transportiert werde sonst. Ja? Mach zu. Wurde sie... Er wurde echt gerade ange... Nein, nein, das falsche Button! Die falsche Button! Nein! Nein! Oh. Ich dachte gerade für eine Sekunde, es wär's, Mann. Einmal falsch gedrückt und schon im Arsch. Stattdessen landete sie nur auf dem Arsch. Damit kann ich leben. Ich war gerade so fasziniert davon, dass sie... angekratzt wurde. Oh. Das ist aber auch hier spannend. Ja, mit wem geht's jetzt weiter? Ah, doch, wieder mit ihr. Ja, so viele Charaktere sind ja auch nicht mehr üblich. Are you all right? I didn't think that I'd make it. You were screaming bloody murder. Are you okay? You look totally wild. There was something. Where is that? Come sit down, sit down. Something's out there. Did you guys split up? A monster. Wait.
Moment. Monster? What are you talking about? I said there's something out like there. Like what? Ash, relax. It was Josh. It was all no, Josh. No, 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 no. Listen to we me. We got him tied up. He can't hurt you. No, it was after me, and it wasn't human. Hold on. Wo ist Matt? Wait, Em, where's Matt? Is he okay? Matt, oh God, we couldn't use the cable car, so we climbed the tower, and then it fell, and we were down in the mine, like way down, down in this terrifying freaking mine shaft. Hold on, hold on. And then it was Matt and me down there, and oh God, I think that Matt might be dead. Wait, what? How? Emily, what happened? I was walking down there in the mines, and it was dark, and I found this pile, and there was Beth's head. Wait, what? Beth's head, I found it. Oh my God. What the fuck? Are you serious? Yes, I'm serious. Listen, in the tower, there was a radio, and I got through to someone, but then that was right when the tower collapsed. Em, you made it. Oh God, yeah, yeah, barely. What about Matt? We're trying to figure that out. Yeah, and there was this monster that was chasing her. She's all messed up, guys. Emily? Hey, Em? Whoa. Who the fuck can that be? Josh. Jess? It's not Jess. Sorry, man, but who is it? I don't know. We should check it out. I got your back. Good. Komm, gib mal die Knarre her. Let me have the pistol, because I mean, you could take whoever it is through sheer good looks and muscle and all that. Just, I should have the pistol. Da draußen ist eindeutig der Flammenwerfer-Typ. Da könnt ihr beide nichts machen. Put it that way. Here, don't shoot yourself in the foot. Funny, you should get your own show. Der Typ da hinten sieht alles, was er gerade macht. Yes, you can. Okay, everybody, just calm down. Now, just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. Na, endlich kommt mal einer, der ein bisschen was aufklärt. Returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? Our responsible. You hold on to your horses. I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain? I'm sure the Washingtons would be very surprised to hear that. Well, the mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Who? What's he talking about? What the hell's a Wendigo? Let's hear him out. Not like we have a choice. Now, I'm only gonna tell you this once. It doesn't matter to me if you believe it or not. I got reasons I want to get it off my chest. See? I told you. He's guilty as shit. Guilty as something. Shut up, Mike. There is a curse that dwells in these mountains. Should any man or woman resort to cannibalism in these woods, the spirit of the Wendigo shall be unleashed. Hä? Moment. Oh, crap. You're gonna need to find somewhere safe. The basement might be okay. Okay, get down there now, all of you, and wait. What? Why? For how long? Until dawn. Guys, I ran off and left Josh when I heard screaming. Where did you leave him? In the shed. Your friend will already be dead. No. No, he can't be. We were just with him. A lot can happen quickly on this mountain. No. I'm gonna go get him. You can't go out there, Chris. I'm supposed to be his best friend, and I let him down. No, he let you down, Chris. He let all of us down. I don't care. I'm going to get him. No. Then I'll go with you. I don't need your help. And going alone is suicide. Fine. The rest of you, get down to the basement. Be safe. And don't go outside again until we're back.
You don't seem to understand the magnitude of the situation. Well, I'm going to get Josh, aren't I? No, I'm going to get Josh. You're going to help me. Do you understand? Yeah, I think so. You need to follow me and do everything I tell you. This is the end. You point towards the thing you want to kill. I know how to use a shotgun, man. No, you don't. What? How do you know? Trust me, I know. Ich muss hier leider aufhören, obwohl es gerade mega spannend ist. Und ich glaube, das ist ja nun wirklich jetzt auch das Crescendo, das, wo sich alles zusammenzieht, wo alle Fäden zusammen verbrannt werden. Das wird das nächste Mal dann passieren, hoffentlich, wenn wir Until Dawn spielen. Glaube ich zumindest. Allzu lange haben wir nicht mehr, wenn ich mich nicht täusche oder irre, sind wir im letzten oder vorletzten Kapitel, zumindest von dem, was Gregor gesagt hat, entnehme ich das. Wir sind jetzt, wie gesagt, am Ende. Jetzt geht's gleich weiter mit meiner Lieblingssendung Bundesliga. Fußball, soweit das Auge reicht. Wo ist der Ball hin? Links, rechts, Norden, Süden? Keiner weiß es, verdammt. Aber ganz sicher unsere speziellen Spezialisten-Profis aus der das Runde muss ins eckige Abteilung. Der Nils ist dabei. Nee, das weiß ich nicht, ob der heute dabei ist. Der Ed ist dabei. Weiß ich auch nicht, ob. Doch, der war vorhin da. Der wird dabei sein. Und dann sind die anderen Hoshis auch noch dabei, von denen ich ja gehört habe, dass sie bald Dark Souls 3 anfangen werden. Aber das sind kleine Infos, die ich euch an dieser Stelle einfach mal so gebe. Ja, wir hören jetzt auf. Danke für euch Zuschalten. Es war ein Riesenprogramm hier. Until Dawn findet ein Ende beim nächsten Mal, wenn wir After Dark spielen. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend.